Und zwar, dass ich mir den Chat hier hinmache. Vielleicht lerne ich dann auch, vielleicht komme ich dann auch damit klar, dass die blöden Fliegen hier nerven. So, jetzt muss ich natürlich erstmal hier den Text ändern. Und das Spiel, was hier gespielt wird. So, fertig. Dann wollen wir mir nochmal den Chat hinstellen. So. So, was ich hier mache, ist einfach mal eine Runde Dingsbums besuchen. Wie heißt er? Fuel Ed. scoop disengaged. Ich bin ja noch auf Friendship dem Weg drive charging. dahin. Jetzt sieht man mich gar nicht mehr. So, jetzt sieht man mich schön halb. Besser geht's nicht. Vielleicht kann ich die Webcam auch ganz ausmachen, aber Four, ist nicht so schlimm. three, two, one, engage. Ja, ich wollte ja Ed überraschen. Ich sehe gerade, da ist was. Da ist ja mit dem Chat. Guten Abend, Sparrow Black. Moment, ich tippe mal gerade. Kann sein, dass das in Steam lag. Ich schreibe ihm das mal kurz, weil wenn er Verbindungsprobleme hat, dann kann es ja sein, dass er es nicht hört. So lange kann ich einfach mal hier einen Stern sehen. Fuel scooping. Und tanken. So. Hier muss ich noch. So. Wunderbärchen. Fuel scooping complete. Ach, hallo. Hallo, Herr Abacus. Fuel scoop Da bin ich ja froh. disengaged. Tatsächlich mal Leute hier. Vielleicht sollte ich doch wirklich aufhören, mitten am Tag zu streamen. Auch wenn die Beleuchtung jetzt natürlich nicht so toll ist, aber dann seht ihr wenigstens alle nicht die ganzen leeren Alkoholflaschen und Sexspielzeuge und Aschenbecher. Nein, natürlich steht das hier alles nicht, aber, ne? War witziger so. Friendship Ah. drive charging. Man wird schon ein bisschen bescheuert, wenn man vor so einer Streaming-Kamera sitzt und sich dann selbst sieht. Und mir fehlt ja immer noch der zweite Bildschirm. Außerdem muss ich jetzt mir angewöhnen, wenn ich irgendwelche Gesten mache, die ja vorher, bevor ich die Webcam hatte, nicht Four, gesehen habe, three, die immer so zu machen, two, dass die Kamera die auch one, sehen kann. engage. Also mehr so hier oben irgendwo, anstatt wenn, wo ich die halt sonst machen würde, so, wo ihr die nicht seht. Ja. Ich zeig das übrigens mal kurz, wo wir hier sind. Ich war ja noch bei Jacques und bin jetzt ja schon ein bisschen rumgeflogen, weil ich mich ja wieder mit Ed treffen wollte. Zur kleinen Überraschung, aber sagt ihm nichts. Carash ist ja auch auf dem Weg dahin, wir sind beide auf dem Weg dahin. Ed ist jetzt da, wo das Lesezeichen ist. Das sind, mal kurz schauen. Ja, 10.000 Lichtjahre. Da habe ich morgen also ein bisschen was vor mir, wenn ich Montag ihn erwischen will. Ich weiß nicht, wie weit Carash in der Zeit kommt, aber ich halte in der Zwischenzeit Ausschau nach dem, wo ich jetzt gerade bin. Ich guck mal gerade auf meinen. Also die Verbindungsgeschwindigkeit ist eigentlich gut. Es wird stabiler, das freut mich. Ich halte ein bisschen Ausschau nach, wie man die schon sehen kann, nach den Sternen, die Kohle bringen. Da sind auch immer mal wieder ein paar hier in der Ecke. Black Hole nehme ich direkt mal mit hier. Ja, ich glaube, das liegt wirklich an mir. Da war gerade noch Steam offen, hat irgendwas gezogen. Frameshift Und drive charging. kann sein, dass das gewesen ist. Gerade alles zu, was mich hier stören könnte und sonst nicht noch Leistung ziehen könnte. Ich finde mein Mikro ganz schön leise. Wie kommt das denn? Four, three, Sollte two, eigentlich nicht so leise one, sein. So, jetzt müsste es engage. besser gehen. Ja, für Jacques braucht man das ja jetzt nicht mehr. Das CG ist ja schon rum. Die Daten, die nehme ich jetzt einfach nur noch mit, weil ich ja doch gerne mal. Also ich meine, ich bin jetzt schon auf
hier Ranger und ich bin ziemlich sicher, dass ich mit dem, was ich jetzt schon habe, auf Pioneer kommen würde oder Pionier kommen würde. Fuel scooping. Denn ich bin irgendwie noch 7 Millionen oder so drunter oder 10. Schauen wir mal kurz. Ja, knapp 10 Millionen drunter. Und ich habe so einen Haufen von Fuel scooping complete. Neutronensternen wieder gescannt. Da sind auch wieder ein paar dabei, die noch keiner entdeckt hat und so. Also um das mal kurz zum Ausdruck zu bringen. Ich bin quasi von Jack in das Feld, das da drunter ist, geflogen. Das ist ja inzwischen relativ bekannt. Fuel scoop disengaged. Also hier ist Jack, ja, ne, ist klar. So, und hier drunter fängt er dieses Feld an. Da sind auch noch lauter weiße Zwerge, die man hätte mitnehmen können. Und von da aus bin ich dann irgendwie so grob in die Richtung hier. Also irgendwie hier runter und dann einfach hier mal drauf los. Und bis ich hier irgendwo war und dann habe ich zufällig ein schwarzes Loch in der anderen Richtung entdeckt, das sehr interessant aussah, bin da mal hin. Das, was hier markiert ist mit Bookmark, ist ein Carbonstern. Frameshift Drive Ja, charging. noch 3 Tage. Ja, da werde ich aber nicht viel von haben, fürchte ich. Wobei, ich könnte es natürlich mal ausprobieren. Mein Safe Game wird ja dann wahrscheinlich irgendwo auf diesem Trip sein, zwischen Sag-A und Jack oder vielleicht auch in Jack oder so. Ich habe ja dann auch, als ich Jack erreicht habe, Four, irgendwie ein paar Tage gar nicht three, gespielt. two, Keine Zeit one, gehabt. engage. Aber. Aber. Überlegt, ob ich für die Beta nicht meinen Spielstand zurücksetzen soll, aber das mit den Neutronensternen und weißen Zwergsternen, das muss natürlich vorher getestet Fuel werden. scooping. Das ist ja Ehrensache. Ist da jetzt eigentlich schon das schwarze Loch? Nee. Fuel scooping complete. Aber. Ja, nee, wenn ich mich in der Beta umbringe, dann bin ich in Jack. Fuel scoop Die letzte disengaged. Station, an der ich angedockt Frameshift habe, war drive die. charging. Vorausgesetzt, dass ich nicht schon woanders war, aber ich kann das ja sehen. Wenn mein Beta-Spielstand noch bei knapp 13 oder 30% oder was das war im Exploration-Rang Four, ist, dann bin ich three, natürlich, dann kann ich mich two, natürlich einfach zerstören. engage. Und die ganzen schönen Daten verlieren. Nein, das ginge natürlich. Ansonsten, wenn ich dann in Jack rauskomme, dann war es umsonst. Aber jetzt, Fuel scooping. wo diverse andere Streamer, Fuel Triple scooping Elite, complete. teilweise mehrfach schon erreicht haben, ich sag zum Beispiel mal Fuel scooping Fierytoad, der das jetzt zum disengaged. zweiten Mal Frameshift geschafft hat drive und Crash charging. aufs Quadruple Elite geht. Nachdem ich ihn noch herausgefordert habe, dass ich ja schneller Combat Elite erreiche als er, lang, lang ist es her, muss ich jetzt wenigstens mal gucken, dass ich mit dem Explorer ran. Four, three, two, one, engage. Ja, da muss ich mal gucken, dass ich wenigstens das hinkriege. Das mit den Touristen bei Jacques könnte ja sein. Ist ja ein Tourismussystem. Das werden wir dann feststellen. Und da ist auch schon unser schwarzes Loch. Ich fand das so erstaunlich. Das werde ich in der Beta auf jeden Fall mal ausprobieren. Da hat vor ein paar Tagen jemand. War das im Newsletter? Danke. Ja, das war wirklich ein gutes Match. Fand ich. Das, also beide. Da hat jemand irgendwie es geschafft, 0 Kilometer, also so nah wie es geht, an ein schwarzes Loch ranzufliegen. Und das würde ich auch gern mal probieren. Ist das hier noch nicht geclaimed? Das ist geclaimed. Aber der weiße Zwerg da hinten noch nicht. Und ich würde wirklich gern mal versuchen, so nah wie möglich an ein schwarzes Loch ranzukommen. Kann man es noch sehen hier? Oder bin ich jetzt schon zu weit weg? Ist schon hinter mir, ne? Ich gucke mir so gern den Grafikeffekt an. So, wo war ich? Ich wollte zu dem weißen Zwerg. Jetzt habe ich ihn natürlich nicht mehr anvisiert. Aber ich weiß schon, wie mein Tag morgen aussieht, sobald ich aus diesem. Ach, deshalb hat das noch keiner geclaimed. 99.000 Lichtsekunden ist natürlich auch eine Strecke.
Ich wollte irgendwas sagen. Abgesehen davon natürlich, dass ich hier irgendwie einen Bluescreen hinter mir brauche. Also, ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Dann gehen wir wieder zurück aufs Spiel. Ich weiß auch nicht, wie diese Übergänge sind. Die schwarzen Löcher sollen schon in der 2.2, soweit ich das Handy verstanden habe, ein Grafikupdate kriegen. Aber Kus, erinnerst du dich noch daran? Das war doch auf dem. Oder warst du da überhaupt schon da? Auf dem Elite-Meet haben sie was zu den Akkretionsscheiben gesagt. Ja, morgen mein Tag wird aussehen, wie so ein Tag aussieht, wenn man ein Ziel erreichen muss unter Zeitdruck. Springen, scannen, springen, scannen, springen, scannen, tanken, springen, scannen, springen, scannen, springen, scannen, tanken, springen, scannen. Rinse and repeat. Während ich jetzt die wahrscheinlich 5 Minuten oder was, die ich bis da hinten brauche, ich kann sowas immer so schlecht einschätzen, dahin unterwegs bin, werde ich mal kurz die Gelegenheit nutzen und mir was zu trinken hier hinstellen. Das habe ich nämlich, weil ich so spontan angefangen habe, gar nicht gemacht. Also, kleinen Moment. Aber ich habe ja ein paar, ich habe ja in meinem Wartebildschirm ein paar neue Screenshots hinzugefügt. Ah! Außerdem ist das alles so hochprofessionell hier. Seht ihr? Ist toll, oder? Ah, ein Hörbuchtag. Da muss ich mal überlegen, was ich da für ein Hörbuch nehme. Aber jetzt erstmal ein Glas Wasser. So, da bin ich wieder. Ach, ich habe ja schon ein paar schöne Sachen gesehen. Ich weiß aber gar nicht mehr genau, was ich hier jeweils gescreenshottet habe. Da muss ich mal kurz selber gucken. Also das ist Sack A mit meinem Lavecon, mit meiner Asp. Das ist einfach nur ein Bild. Da war ich, glaube ich, mit Fovolonkin unterwegs. Da ging es um den. Das sah einfach so schön aus. Und ich mag ja immer diese Bilder hier mit dem Ring. Sieht so maßeffektmäßig aus. Das ist einfach nur irgendein Screenshot, den ich mal gemacht habe. Den kann ich auch wieder rausnehmen.
Das waren, glaube ich, da war ich so froh, dass ich Dangerous erreicht habe oder so. Ah ja, meine Orca. Die war in der Beta. Dieses Ringsystem sah cool aus. Da war ich auch mit Chris unterwegs. Dieser Käseringplanet. Das ist ein Bug hier, weil mir das Schiff da irgendwie völlig falsch angezeigt wird. Das ist nochmal der Käseplanet von gerade. Nein, heute ist noch auf keinen Fall mein erster Tag im Webcam. Ich habe die, glaube ich, vor kurz nach der LaveCon. Das ist wieder Sec A. Also ich glaube, jetzt wiederholt sie. Es sind auch nicht so viele Bilder. Mal kurz gucken. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay, es sind, glaube ich, 20 Bilder oder so. Es müssten schon ein paar mehr sein. Aber es springt einfach zu schnell hin und her. So, jetzt bin ich auch wieder da. Und wir sind nur noch eine Minute weg. Ja, damals war alles voll viel schwerer, genau. Nein, damals war. Das hat ja gestern Crash auch schon erzählt, dass Mad Dog in der Beta sein Save Game löschen will, um zu sehen, wie es ist, wenn man neu anfängt im Moment. Oder inzwischen besser gesagt. Ja, damals war das Andocken auch viel schwieriger. Ich erinnere mich noch, ich glaube, das war das meine, ich weiß nicht mehr, irgendeine Folge. Da habe ich doch diesen kleinen Gag gemacht mit dem klassischen Elite. Und habe versucht, das Schiff zu docken und es ist mir gelungen. Ja, leider sind die Betas in diesem Jahr nicht ganz so häufig wie im letzten Jahr. Natürlich sind die dafür perfekt. Aber inzwischen gibt es sie ja gar nicht mehr so oft. Oder dieses Jahr halt. Bin ja echt gespannt, was mit dem. Was vor. Also mal ganz ab von dem 2-2-Gedönse. Was natürlich ganz viele tolle Sachen enthält. Was eigentlich. Also mich würde interessieren, was alles in der 1.7 drin ist. Das ist echt die Reflexion von meinem Tablet. Krass. Willkommen zur Geisterstunde. Warte mal, das geht noch besser. Der Ghost Channel. Ha. Welcome back. Okay, das sieht blöd aus, wenn ich da so angestrahlt werde. Auch jetzt sei doch mal in Scan-Distanz. Wie kann man denn einen weißen Zwerg nicht mitnehmen? Ganz ehrlich, das ist doch irgendwie das drittwertvollste, was man finden kann. Oder nicht? Was sagt denn unser Wiki dazu? Wiki, Wiki! Explorer. Ich hab da schon quasi eine Dings. Ne. Ein Bookmark draufgesetzt. Jetzt nur nicht übers Ziel hinausschießen, das wäre enorm ätzend. So, erstmal kurz gucken. Neutronenstern, schwarzes Loch. Und dann kommt der weiße Zwerg. Tatsache. Tja, vielleicht sollten sie einfach allen Leuten, also Thargoid-KI, wenn ich das lese, the T-Word, vielleicht müssten sie einfach allen Leuten, die Beta-Test machen, ein NDA geben. Meins liegt ja immer noch hier. Das habe ich Ed irgendwann mal gesagt, dass ich das zwar unterschrieben habe, aber ich habe es ihm dann in die Hand gedrückt und er hat es mir wieder zurückgegeben. Weiße Zwerge sollen doch auch irgendein Update, ein optisches kriegen. Oder nicht. Aber ich freue mich schon so. Ja, ich hätte jetzt gerne irgendwie so Geschichten aus der Gruft oder so, aber ich habe nie am Lagerfeuer Gruselgeschichten erzählt. Partiell deshalb, weil ich nie am Lagerfeuer wirklich gesessen habe, weil ich Camping zum Kotzen finde. Was haben wir hier? Noch ein Black Hole. Gesehen, mitgenommen.
Ich muss jetzt gerade mal ein bisschen mich darüber freuen, wie sehr mir die LaveCon doch geholfen hat, weil ich jetzt tatsächlich. Weil ich jetzt tatsächlich auch mal von anderen Streamern öfter erwähnt werde, wenn ich bei ihnen zugucke und so. Das hat der Fiery Toad schon gemacht und Gaming with Ian auch. Das Problem ist nur, wenn sie dann halt ihren Zuschauern sagen, bei dem könnt ihr auch mal vorbeigucken, vergessen sie bisher leider meistens dazu. Also Fiery Toad hat es, glaube ich, gesagt, Gaming with Ian nicht. Dass das ein deutschsprachiger Stream ist und das hat natürlich jetzt nicht so den Riesen. Mir wurde auch schon öfter von Professor Schneggers gesagt, dass mein Stream nicht bei Twitch auftaucht. Unter deutschsprachigen Streams. Die weißen Zwerge ungefähr so knapp am Neutronenstern vorbei wie der Neutronenstern am schwarzen Loch. Und was genau galt jetzt das Lach? Das ist schwierig im Chat nachzuverfolgen mit der Latenz und so. Oh. Ja. Aber ich freue mich schon richtig auf die neuen Grafikeffekte. Vor allem die Aggressionsscheiben. Eigentlich müsste ich dann nochmal zurück nach Sec A fliegen. Nur um das mir anzugucken. Fuel scooping. Ach so. Verstehe. Ja, ich freue mich schon auf die LaveCon nächstes Jahr und ich hoffe, dass sie dann eine andere Lokalität dafür buchen. Aber sie darf ruhig einen Pool haben, dann werde ich ihn dieses Jahr auch, dieses Mal dann, oder beim nächsten Mal dann auch benutzen. Und ja, ich muss zugeben, auch für mich war das sehr angenehm. Ich werde jetzt einfach dieses blöde Leuchten vom Tablet in Kauf nehmen. Ist mir auch egal. Es war auch für mich sehr angenehm, dass ich nicht der einzige Deutschsprechende da war. Ich meine, ich habe zwar kein Problem mit Englisch reden, aber das ist dann doch irgendwie ganz schön, wenn man dann mal ein bisschen nicht so viel darüber nachdenken muss, was man sagt. Wobei ich feststellen musste, als ich da war, ich musste gar nicht so besonders darüber nachdenken, was ich als nächstes sage, sondern ich hatte im Wesentlichen die gleichen Wortfindungsschwierigkeiten wie im Deutschen auch, aber. Aber. Siehst du, genau sowas. Das wirkt irgendwie dann noch eine Ecke peinlicher, wenn man das in der Fremdsprache hat. Weil die anderen ja nicht wissen, dass man eigentlich ganz fließend ihre Sprache spricht. Wieso zeigt meine Twitch-App hier eigentlich an, ich würde Dirt Rally spielen? Ach, jetzt hast du es hinbekommen. Dankeschön. Muss ich mal gucken. Wie können denn Leute schon FIFA 17 streamen? Das ist so eine Frechheit. Ich gucke gerade tatsächlich selber auf Twitch mal gerade nach. Was? Ocarina of Time? Ich dachte, Nintendo ist so bösartig, wenn es darum geht, ihre Spiele zu streamen. Mega Man 4. Hart unterwegs hier. Sorry, ich kann jetzt gerade mal den Chat nicht mitlesen. Okay, so wird das nix. Wenn ich jetzt einfach mal auf die Seite von Elite Dangerous gehe, bin ich nicht bei den deutschsprachigen Kanälen dabei. Ich weiß nicht, woran das liegt. Bin ich denn wenigstens überhaupt bei den Kanälen dabei? Muss ja eigentlich. Ich guck grad mal. Da, Tatsache. Haha, juhu! So, jetzt sehe ich euch auch wieder.
Habe ich hier gerade schon gescannt? Ich habe nie aufgepasst. Ja, das hatten wir auf der LaveCon doch auch. Da war doch noch ein dritter Deutscher. Und ich weiß nicht, ob das mit Dings zu tun hat. Ich glaube, das ist, also ob das mit Zack zu tun hat. Es geht eher darum, wenn ich jetzt auf Twitch Elite Dangerous eingebe. Ich guck mal gerade, ob ich das zeigen kann. Erstmal hier stoppen. Ich suche das mal kurz vorher raus. Na, Earth-like? Oh. So. Wenn ich jetzt Elite Dangerous bei Twitch aufmache. Ich guck mal gerade, ob ich OBS dazu überreden kann. So, jetzt sieht man hier schön alles doppelt. Da. So. Wenn man sich das jetzt mal hier ansieht. Zeigt er hier erstmal nur diese 5 an, da bin ich nicht dabei. Ich das jetzt auf Deutsch anstelle, bin ich auch nicht dabei. Mal gucken, welche Sprache bin ich denn eingestellt. Auf Englisch, interessant. So, ja, das ist hier eingestellt. Ich tauche anscheinend beim Englischen auf. Das Problem ist aber, wenn ich hier jetzt auf Bearbeiten, da steht Sprache der Übertragung Deutsch. Das meine ich damit. Mein Dings steht zwar auf. Na, mein Twitch steht zwar auf Englisch, aber das sollte ja darauf keinen Einfluss haben. Ich habe das ja richtig eingestellt. Und das irritiert mich. So, genug davon. Frameshift Drive charging. Das ist auf jeden Fall blöd. Da hat mich auch schon. Wurde ich auch schon mehrfach von. Diverse, ich glaube, sowohl von Fovolonkin als auch von Schneggers darauf hingewiesen. 4, 3, 2, 1, engage. Müsste ich mich mehr mal beim Twitch-Support melden, vielleicht. Apropos Fovolonkin. Wow! Ich habe doch extra gebremst. Was soll die Scheiße? Frechheit. Ja, ich würde diesem Ding ja unglaublich gerne noch näher kommen eigentlich. Das Problem an der Kiste ist nur, ich habe das neulich versucht und dann poppte irgendwann die Meldung, die Warnung auf Entered Body Exclusion Zone und dann wollte ich nicht näher ran. Ist das nachvollziehbar? Ist der sehr weit weg? 31.000. Genau, das probiere ich lieber in der Beta aus, das stimmt. Ach. Hallo, was ist denn hier ausgefahren? Ach, der Joystick spinnt schon wieder rum. 4, 3, 2, 1, engage. Was war das jetzt? Was sollte das? Frameshift Drive charging. Wieso ist er sofort wieder? 4, 3, 2, 1, engage. Warning. Nämlich hier verarschen? Okay, wir müssen das anders machen. Ich bin zu nah an dem blöden schwarzen Loch dran.
Es hat mich in seinem Gravitationspull. Mal gucken, wenn ich direkt von ihm wegfliege, ob ich dann schaffe. Ja, ja, so ein bisschen Temperature Critical ist okay. So, jetzt bin ich raus. Na, vielen Dank auch. Cutter Crash Derby. Na, grandios. Ist das, werden sie das auf Echina 3 machen? Wie sich das gehört? 8G oder was? Oder hat nicht sogar schon jemand eine 10G-Welt gefunden? Wow. So. Jetzt muss ich mal kurz gucken hier. Das kann weg. Ja, ich bin, ich frage mich halt, das habe ich neulich, glaube ich, schon gesagt. Neulich, vorhin gesagt, mit der 1.7, weil ja ein paar Kumpels von mir, die ich auch gerne dazu kriegen würde, mehr Elite zu spielen, die haben alle nicht Horizons und deswegen, also das ist natürlich Pech für die, sozusagen, aber ich weiß jetzt nicht, wie ich die dazu kriegen sollte, das zu kaufen, wenn sie sich nicht dafür interessieren so sehr. Aber ich würde halt ihnen gerne sagen, was die 1.7 so wenigstens für die bringt. Also wahrscheinlich auch die Sachen, die halt so optische Sachen sind. Also sprich, dieses veränderte Aussehen von Neutronensternen. Vielleicht auch, dass man an Neutronensternen scoopen kann. Aber das wird für die wahrscheinlich eh eher uninteressant. Ah, ich verstehe. Die Stationsinterieur... Bereiche, das wird ebenfalls natürlich mit Sicherheit auch für die Nicht-Horizons-Nutzer enthalten sein. Ja, das Problem ist mit dem Kosten-Nutzen-Faktor, das ist schwer, den begreiflich zu machen, weil, also, der eine spielt mit Begeisterung EVE Online und dem ist auch nicht so richtig klar zu machen, warum Elite so viel toller ist, weil, naja, also nichts gegen EVE Online, ich habe das auch eine Zeit lang gespielt, aber muss zugeben, das war jetzt nicht so der Hammer. Also, ist halt auch ein MMO, aber ich weiß nicht. Kann sein, dass das übrigens jetzt das erste Update ist, das kein neues Schiff enthält. Tatsächlich spielt einer von denen jetzt wieder WoW. Ja... Ob sie jetzt 20 Euro für EVE oder WoW ausgeben, ist auch egal eigentlich, aber warum nicht lieber Elite und dann halt anstatt 20 Euro im Monat öfter mal einen Skin kaufen oder so. Das ist doch ärgerlich. Also, ich verstehe auch nicht, wie ich denen das besser erklären soll. Schade. So, weiter geht's. Nee, noch irgendwo was Schönes auf der Route zufällig. Da war noch was. Da. Ich sehe dich. Okay, es ist nur ein Neutronenstern in Anführungsstrichen, aber der ist hier so alle einsam auf weiter Flur. Den hat bestimmt noch keiner geclaimed. Ist jetzt nicht unbedingt das schnellste Tempo, in dem ich hier vorwärts komme. Es gibt, also das mit EVE und Free-to-Play ist so teilweise. Es gibt irgendwie eine Möglichkeit, dass man da Free-to-Play spielen kann. Aber es bleibt, glaube ich, immer noch das Abo-Modell bestehen. Ich habe vergessen, wie das heißt. Da müsste ich jetzt mal den Kumpel fragen, aber der ist nicht da. Mit dem wollte ich auch eigentlich mal zusammen streamen. Ich würde gerne mit ihm zu seinem persönlichen Lieblingshimmelskörper fliegen. Canis Majoris. Fuel scooping. Ja, der Geist im Hintergrund kommt auch gleich wieder. Diese Wohnung ist quasi ein Tunnel. Aber da muss sie jetzt wohl durch.
So kann man sie nicht sehen und ich werde noch genug von dem Tablet angestrahlt. Huch. Ich weiß wirklich nicht, ob das, was ich vorhabe, reicht. Um Elite zu erreichen. Ich probiere es mal. Fuel skip disengaged. Frameshift drive charging. Eve als Excel im Weltraum finde ich auch eine interessante Beschreibung. Für mich war das einfach immer zu... Ich weiß nicht, das ist so... Also bei Elite beschweren sich ja viele Leute darüber, dass es keine Story gibt und keinen roten Faden. Bei Eve gibt es zwar eine, aber die ist halt, wie das bei MMOs leider meistens so üblich ist, völlig irrelevant eigentlich fürs Spiel. Die ist so lose im Hintergrund dabei. Sieht mein Webcam-Bild hier fast schwarz-weiß aus. Ja, die ist so lose im Hintergrund dabei. Aber im Wesentlichen irrelevant. Und das von dem Computermonitor, tatsächlich, der Computermonitor reflektiert sich auf der Vitrine hinter mir. Was wollte ich sagen? Ach so, genau, Eve. Also, mein Stuhl quietscht zu sehr, das irritiert mich. Es ist halt zum einen relativ irrelevant, was man da macht, weil es eben so MMO-typisch ist. Und was halt was machen würde, wäre PvP, aber da habe ich halt so null Interesse dran. Und das ist auch zu viel Aufwand. Also wenn ich überlege, mein Kumpel da, der Punky, der war auf... Der gehört zu FCON. Das ist irgendwie eine der größten Koalitionen im Spiel. Also im Meta. Weil das Spiel selber ja nur Corporations und Allianzen anbietet. Ich weiß nochmal wieder Licht, das ist ja albern. Wo war ich? Dieses riesen PvP, also er war irgendwie bei FCON halt, bei einer Korb, die dazugehört, und musste dann irgendwie, ich glaube, dreimal im Monat oder so, es war eigentlich gar nicht so viel Aufwand, aber man muss halt immer zwangsläufig an so und so viel Flotten teilnehmen. Und das, sowas finde ich halt blöd. Ich will spielen, wenn ich Lust dazu habe und nicht, weil ich muss, um Mitglied von irgendeiner Gruppierung zu sein. Ich meine, klar, es gibt auch irgendwelche Fun-Gruppierungen, die dann eben nicht so extrem spielen. Ich werde jetzt mal was ganz Schlimmes machen und mit Bonbon spielen, Bonbon streamen. Ja, also man muss irgendwie dann ganz viel Zeit in diese Korps investieren und das... Das mag ich nicht so. Genau, das mit WoW ist das ähnliche Problem. Bei Elite hat man halt... Da hast du halt überhaupt nicht diese Prämisse, dass du der eine Typ bist, der hier jetzt alles macht. Und das Problem hat Eve halt auch. Eve gibt dir das Gefühl, dass du von den Texten her jetzt, dass du da ganz großartig Einfluss drauf nimmst, wie sich die Geschichte entwickelt. Und eigentlich ist es völlig egal, solange du nicht riesen PvP-Aufwand betreibst. Dann kannst du tatsächlich was an der Spielwelt verändern. Aber halt auch nur so, ja, okay, euch gehört jetzt das System. Dann kann man halt noch irgendwie Basen da aufstellen. Fuel skip disengaged. Ja, genau sowas kann ich mir gut vorstellen. Deswegen fand ich halt schon die Prämisse von Warcraft, von WoW halt blöd. Vor allem, ich habe mir schon bei Erscheinen von WoW gedacht, toll, jetzt kann man nie ein Warcraft 4 kriegen. Und Warcraft 3 war... Ah, doch, ich glaube, ich kann sagen, das war so das erste richtig... Also das erste Computerspiel, das ich so richtig intensiv gespielt habe. Zwar nicht mein allererstes, aber das war das erste, was ich wirklich gerne und mit viel Aufwand auch gespielt habe. Auch nie im Multiplayer. Ich habe
glaube ich, 10 Warcraft 3 Multiplayer-Partien gemacht und davon waren 6 mit einem Kumpel, wo wir zu zweit gegen die KI gespielt haben. Dann habe ich irgendwie noch ein Spiel gegen einen anderen Anfänger im Battle.net gemacht und die anderen 3 Spiele waren irgendwie so typische Battle.net-Dinger von wegen, ja, du hast nicht innerhalb von 2 Minuten den Gegner gerusht und dann hast du verloren. Das ist halt super scheiße. Also klar funktioniert die Taktik und natürlich macht das Leuten, die da reingehen, weil sie gewinnen wollen, natürlich auch Spaß. Aber mir halt nicht. Ich will nicht innerhalb von 2 Minuten. Ich habe auch neulich mit einem Kumpel mal die Starter-Edition, habe ich mir von StarCraft 2 runtergeladen, weil ich mir dachte, ah, es war im Angebot, schnupper ich mal ein bisschen rein und kaufe es mir dann vielleicht, wenn es mir gefällt, weil Warcraft 3 halt echt. Warcraft 3 war halt das Beste überhaupt an Strategie. Und ich muss meine Aussage nochmal revidieren. Es gab ja noch ganz andere Sachen, die ich gespielt habe. Star Trek Armada zum Beispiel vorher schon. Und bei StarCraft 2 haben wir dann halt da angefangen. Und ich glaube, nach 4 Minuten, obwohl die KI auf der leichtesten, ich glaube sogar auf der leichtesten Stufe oder zweitleichtesten Stufe stand, und es gibt ziemlich viele bei StarCraft 2, hat die uns dann schon gerusht und gekillt. Und dann habe ich gemeint, hä, wie hat die uns denn so schnell fertig gemacht? Und dann hat er gemeint, ja, wir haben zu lange zum Aufbauen gebraucht. Und wir hatten halt 4 Minuten oder so gespielt. Und ich dachte mir nur so, ernsthaft, das ist dieses Spiel, vergiss es. Weil das einfach, das macht keinen Spaß. Selbst die KI auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad bei Warcraft 3 war nicht so brutal. Und wegen Warcraft 4, da habe ich mir damals schon gedacht, wenn sie dann doch mal eins machen, dann müssen sie erstmal irgendwie 1 Stunde Intro-Video machen, die erklärt, wo die ganzen Charaktere aus Warcraft 3 hin sind. Weil ja inzwischen irgendwie von denen fast alle tot sind. Soweit ich weiß. Arthas ist doch tot und ich glaube, Jaina ist noch da. Furion ist, glaube ich, auch weg. Thrall ist irgendwie nicht mehr der Anführer der Horde. Alles verwirrend. Habe ich das vorhin eigentlich gesagt, Abacus? Du kannst dich uns natürlich gerne anschließen, wenn du Lust hast, zu dem Trip nach Canis Majoris. Es wird eh wahrscheinlich noch ein paar Wochen dauern, bis wir den anfangen. Weil ich ja jetzt erstmal, oder vielleicht auch, na, mal gucken. Ich werde mal schauen. Ach, ist ganz anders, wenn man plötzlich Interaktion hat. Ja, da stimme ich zu. Sie können natürlich neue Charaktere einführen, aber das ist so, wie soll ich sagen? Ich meine, Warcraft 2 und Warcraft 3, da sind auch teilweise die gleichen Charaktere drin. Thrall ist, glaube ich, in Warcraft 2 noch nicht drin, aber wie heißt er? Grom. Grom Hellscream. Das mit den Engineers muss ich auch mal angehen. Ich habe mir extra die Scandaten vom Great Annihilator und Sec.A aufgehoben, damit ich die an irgendeinem Engineer in die Hand drücken kann und sofort irgendwie etwas beliebter bin. Das Problem ist, dass sich das mit meinem Plan beißt, die Dinger bei der Rui-Fraktion zu verkaufen, nachdem ich mich da auf Rang 5 gearbeitet habe. Denn dann würde meinem Elite nichts im Weg stehen, glaube ich. Allein die beiden Systeme zusammenbringen ja schon fast 1 Million. Ach, witzig.
öfter mal schauen, ob hier nicht noch irgendwas Spannendes ist. Ich hatte zum Beispiel neulich in einem System mit Neutronensterne Waterworld, die sogar angeblich terraformbar war. Aber ich glaube, auf einem Neutronenstern, also um einen Neutronenstern rum, ist mir dann doch zu verstrahlt. Fuel skip disengaged. Frameshift drive charging. So, dann wollen wir mal weiter. Immer wieder weiter. Ich bin ja schon gespannt, wenn ich es schaffe, was Ed dann sagt, wenn ich ihn einhole. Das wäre ja dann schon das zweite Mal. Das erste Mal war ja kurz nach seinem, also einen Tag praktisch nach seinem Seg-A-Besuch, der mich ja überhaupt erst auf diese Wahnsinnstour gebracht hat. Und das, wenn ich das jetzt nochmal schaffen würde, das wäre doch was. Jetzt muss ich hier mal ganz kurz meine Aufmerksamkeit teilen. So, den Rest mache ich später. Zwei? Nee, warte mal. Diese Riesensterne zu sehen hat auch was. Ich bin ja schon beim EZ Orionis gewesen. Und der ist ja wirklich ein... Also ist ja wirklich massiv. Riesig groß, also... Um mal mein Lieblingsvideo dieser Art zu zitieren. Er weiß, das hat so richtig Spam gemacht. Fuel scoop disengaged. Bo am Steuer. Frameshift drive charging. Panicked. Sehr schön. Schreiben mal kurz was. So, jetzt bin ich gleich wieder für euch da. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Also, gleich sehe ich auch den Chat wieder. So richtig. Ich brauche echt den zweiten Monitor mal, dass sobald ich die Finanzen dafür übrig habe, werde ich mich darum kümmern. Brauche ich aber, glaube ich, noch einen neuen Schreibtisch vor allem. Nichts Schönes hier. Muss ich gerade mal schauen. Mal kurz was raussuchen. Ganz kurz. Hoffen, dass ich jetzt gleich bei dem Ziel bin. Ach nee, ich bin ja immer noch unterwegs. Oh Gott. Ich brauche viel zu lange hier gerade. Aber es kommt auch davon, wenn man drei Sachen gleichzeitig macht. Ach komm. So, gleich ist vorbei. So, das brauche ich ja noch. So. Jetzt haben wir's.
Jetzt sehe ich auch den Chat wieder. Fuel scooping. Aber Bro hat doch jetzt auch das Tutorial gemacht. Also, die kann doch jetzt bestimmt dem Stern ausweichen. Fuel scoop disengaged. Frameshift drive charging. So. Ich wünschte ja, ich hätte auch ein bisschen mehr Zeit für CQC, dann könnte ich mich noch ein bisschen an die Fighter-Steuerung gewöhnen. Ich glaube, ich muss auch meine Joystick-Belegung mal ändern, damit ich so wie Crash einfach mal mittendrin im, also auf Tastendruck den Flight Assist ausmachen kann. Aber ich wüsste gar nicht, welchen Button ich dafür nehmen sollte. Vielleicht die Sekundärwaffen? Nee, das ist blöd. Frameshift Drive Charging. Ah, Tablet, was tust du? So. Ach, ist das alles kompliziert hier. X52 Dings. Ne, weißt du. Pro. Fuel scooping. Ein Knopf als Shift, inwiefern als Shift? Shift die Taste auf der Tastatur oder als das hier? Fuel scooping complete. Aber schön, dass es einfach mal davon ausgegangen wird, dass ich hier dass ich ein HOTAS benutze, wenn ich überlege, dass ich über ein Jahr dass ich über ein Jahr lang das hier benutzt habe. Und deswegen auch auf der Gamescom einer von den drei Botschaftern war, die tatsächlich in der Lage waren, CQC auf den Xboxen zu spielen und was dabei hinzukriegen. So. Ist schon wieder so stickig hier drin. Ich wollte doch nur das Fenster aufgemacht haben. Mein Rechner produziert einfach zu viel Wärme, glaube ich. Fuel scooping. Fuel scooping complete. Fuel scoop disengaged. Frameshift drive charging. Ah, ich glaube, ich weiß, was du meinst. So wie das. Nein, das ist gerade nicht mehr. 2, 1, engage. Muss ich mal gucken. Irgendwie wird mir da schon was einfallen. Vielleicht diese unsägliche Maustaste hier. Muss ich mich nur dran gewöhnen, da hinzugreifen. Die ist nämlich eigentlich relativ blöd platziert. Ich habe auch schon überlegt, ob das mit der Twitch-Anzeigegeschichte, dass ich nicht bei den deutschsprachigen Streams angezeigt werde, daran liegt, dass ich den Haken bei Chat in Übertragungssprache nicht gesetzt habe. Fuel scooping complete. Ja, ich war ja auch der hier wegen Gamepad-Held. Ich war ja auch der Sieger des zweiten offiziellen weltweiten CQC-Turniers, ja. Und Ed ist
bis heute noch traurig darüber, dass er nicht dran gedacht hat, mich dann auch kurz im Stream was sagen zu lassen, sondern nur den Zweitplatzierten, nur weil der Messebesucher war und ich nicht. Aha. Star-Allüren. Wie ist nochmal dieser komische Typ? Der zweite Botschafter nach... nach Keresh, der zweite Ambassador, der dann irgendwie so abgedreht ist. Mobius oder so. Blame Ed, blame Bo. Wem sollen wir eigentlich nicht blamen? Alles schlimm. Aber ich freue mich auch schon sehr auf Planet Coaster. Ich bin selber traurig darüber, dass ich nicht das Geld hatte, mir die Alpha noch zu kaufen. Oder die Beta. Ja, genau der, Mobius. Und da sind wir am Zwischenstopp angekommen. Was haben wir denn hier? Vielleicht wieder eine Wasserwelt? Ne, hier sieht es tatsächlich eher aus, wie man sich das vorstellt. Und noch nicht geclaimed. Das freut den Commander... Ja, das mit der Botschaftertätigkeit, ich weiß nicht, wie sie ihm das damals erklärt haben, aber... Also ich hatte eine ziemlich genaue Vorstellung davon, was wir dann da zu tun haben werden. So, mal gucken, nächstes Etappenziel. Da sind wieder ein paar. Schwarzes Loch nehme ich. Eine sehr ertragreiche Route hier. Na komm schon. Tja, tut mir leid, Abacus. Ist schon okay. Ich werde auch noch die 2 Monate bis dahin überleben können. Ich meine, ich muss tatsächlich zugeben, das Spiel habe ich jetzt eher... Hier sind gleich 3 schwarze Löcher nebeneinander. Die werde ich gleich alle einsacken. Aber erstmal da hinkommen. Wie viele Jumps sind das? 9. Ich habe Planet Coaster tatsächlich eher gekauft aus Unterstützung für Frontier. Und ein bisschen für meine Freundin, weil die auf so... Also wir haben jetzt neulich festgestellt, dass sie doch Aufbauspiele bevorzugt. Ich habe ihr vor kurzem Banished gezeigt. Und gleich mal... wurde ich von ihr vorgeführt, weil, also, ich halte mich für jemanden, der in, für die Leute, die Banished jetzt ja nicht kennen, ne? Das ist ja so ein Aufbauspiel, ich weiß nicht, ob ihr beide Banished kennt, aber ich sag das einfach mal für eventuelle YouTube-Zuschauer, wenn ich das später hochlade, auch noch dazu. Aufbauspiel, Marke, also der Macher ließ sich sehr bei Anno inspirieren, das merkt man auch an diversen Ecken. Jetzt spinnt gerade wieder mein Joystick rum. Diese scheiß Maus-Widget, ne? Ich wusste irgendwann mal, wie man das abschaltet. Na, ich hoffe jetzt, wo Cytec Logitech gehört. Jetzt, wo Cytec Logitech gehört, werden die Treiber ja vielleicht besser. Haben wir also Banished. Aufbauspiel, etwas von Anno inspiriert, etwas bisschen Siedler auch drin. So in der Kerbe halt. Und wenn man aber halt schlecht wirtschaftet, also in einem Guide, den ich dazu gelesen habe, wurde das so schön beschrieben. Die Bevölkerung, im Gegensatz zu allen anderen Spielen, wo es gut ist, wenn man mehr Einwohner hat, in Banished arbeitet die Bevölkerung gegen dich. Denn je mehr du hast, desto mehr fressen die dir die Haare vom Kopf. Und wenn du halt schlecht, wenn du ein Jahr mit schlechter Ernte hast oder so, dann können dir halt über den Winter auch mal deine Leute verhungern. Oder erfrieren. Oder so. Oder die Ruhe kriegen, wenn man mit Krankheiten spielt. Oder andere lustige Sachen. Zum Beispiel beim Bauen eines Hauses von der Leiter fallen und sterben. Oder von einem Stein erschlagen werden im Steinbruch. Oder solche lustigen Sachen. Und
Das Problem an der Sache ist, ich habe mich eigentlich für ganz okay gehalten, weil ich es geschafft habe, meine Bevölkerung einigermaßen stabil bei 70, 80 Leuten zu halten über viele Jahre. Und dann habe ich das meiner Freundin gezeigt und sie spielt das jetzt, glaube ich, 3 Wochen oder so, oder zwei. Drei. 3 Wochen. Ich weiß nicht, wie viele Stunden Spielzeit sie bis jetzt gesammelt hat, aber sie ist jetzt irgendwie bei 150 Einwohnern und hat jede Ernte irgendwie 25.000 Einheiten Nahrung im Lager. Also, schooled, würde ich sagen. Ich sollte ihr jetzt eigentlich sowas, ich sollte ihr jetzt, wenn ich sowas noch hätte, jede Woche meinen Pausen, jeden Tag mein Pausenbrotgeld geben. Wie man so schön sagt. 4, 3, 2, 1, Banished ist toll, wenn man ein bisschen Frusttoleranz mitbringt oder sich vorher gut einliest, wie das funktioniert. Ich habe jetzt auch ein paar Guides halt mit meiner Freundin zusammen angeguckt und es gibt tatsächlich so ein paar Do's und Don'ts, die man vorher wissen sollte. Weil ansonsten baut man irgendwie 5 Jahre an seiner Siedlung und dann hat man halt ein schlechtes Jahr, weil man sich irgendwie verplant hat und dann sind alle tot. Und dann kann man entweder halt gucken, ob man ein altes Safe Game laden kann und den Fehler noch korrigieren kann, weil das ist auch das Problem. Wenn du im Frühjahr einen Fehler machst und dann halt zu wenig Ernte hast oder so und dann dein Safe Game damit kaputt machst. Ja. Übrigens von wegen dem Kommentar vorhin, wegen der NDAs, dass sie einem dafür ja auch mal was erzählen müssten. Ich glaube auch, das ist mehr so eine Routinekiste. Falls man dann doch mal irgendwas erfährt, ich meine, kann ja sein, dass sie uns dann schon am Abend vorher, weil wir das gezeigt, weil wir das erklären und zeigen sollen, dann erzählen. Oh, und im nächsten Update kommen übrigens, wir zeigen jetzt auf der Gamescom das erste Mal die Sargoids oder so. Damit wir dann nicht genauso verblüfft sind und den Leuten gar nichts dazu sagen könnten. Damit wir dann nicht sofort abends dann an die Twitter, und sonstigen Social Networks rennen und das rausposaunen. Wow! Was ist das denn? Das ist blaues Licht. Sehr viele Tauri-Stars. Sehr, sehr viele Tauri-Stars. Bist du denn? Klasse B. Very luminous. Ja, das stimmt wohl. Oh, Scooping. mein. Jetzt kann ich auch im Chat gar nicht mehr mitlesen. Scooping complete. Ja, ich weiß auch noch nicht so ganz, was ich von diesem Winter is Coming halten soll. Ja. Aber ich muss sagen, so ein bisschen speziell fühlt man sich ja dann als Botschafter trotzdem. Und ich meine, wenn man so die Reaktion von den Frontierleuten, wenn man sie dann jetzt halt auch ein Jahr später wieder trifft, die freuen sich halt einfach immer noch wie bekloppt. Und das finde ich so toll. Humble Bundle, das ist mein Stichwort. Ich werde jetzt einfach mal ganz unprofessionell jetzt gucken, was es gerade im Humble Bundle gibt. Ein Kumpel von mir kauft die ja grundsätzlich. Der hat irgendwie 200 Spiele auf Steam und die Hälfte davon noch nie installiert. Ich finde immer sehr schön, was es so in der Community für Begriffe für diesen Kram jeweils gibt. Der Hallenkette war mir noch neu. Fuel scooping complete. Mal gucken, wie lange ich heute noch mache. So, mal gucken, was haben wir denn hier? Humble Bundle. Fuel scoop disengaged.
Humble Game Maker Bundle. Und im Humble Store ist End of Summer Sale. Irgendein Hammer dabei, der mich jetzt begeistern würde. Rise of the Tomb Raider. Willkommen zum Online-Shopping-Kanal. Oh, Tropico 5 Complete Collection für 10 Euro. Nein, nichts für mich dabei. Aber nun ja, also auf jeden Fall... Ach so, ich hatte gedacht, das wäre ein typischer Name mit dem... mit dem Perlenketten-Ding. Das wäre sehr passend gewesen. Aber war auch eine sehr schöne Spontanerfindung. Kannst ja mal in die Foren tragen, die Bezeichnung. Apropos Foren. Das erinnert mich daran, dass ich auf dem Edde-Forum immer noch den... Was war das? Dass ich immer noch den Thread offen habe... mit dem... mit der Rallye. Ja, da bin ich auch mal sehr gespannt, wenn ich wieder zurückkomme, was ich dann so tun kann. Weil mich das wirklich sehr interessieren würde, wo ich die ganze Zeit... wo ich die ganze Zeit Dirt gespielt habe oder Dirt parallel spiele, Dirt Rally. Da kann man doch mit den SRVs auch was machen. Ich meine, kein Rallye-Spiel dieser Welt bietet dir Rallye in anderen Umgebungen als 1G. Ja? Andere Rallye-Spiele haben dafür Wasser. Oder Regen. Aber das kommt noch. Ich fände es ja lustig, wenn sie diesen Winter is Coming, wenn sie dieses Winter is Coming Ding benutzt hätten. wenn sie dieses Winter is Coming Ding benutzt hätten für, dass sie planetare Atmosphären einbauen. Aber wo ich hier gerade schon zum Teleshopping-Kanal degeneriere. Ha, hier. Wenn sie jetzt anrufen, dann rubble ich diesen Code für sie frei. Live vor der Kamera. Und wenn sie innerhalb der nächsten 5 Minuten bestellen, dann kriegen sie gratis noch das hier dazu. Fuel scooping complete. Fuel scoop disengaged. Ja, Dirt Rally bei 2G. Hätte 0,2G wäre doch was. Das würde das Ergebnis von manchen Leuten so verbessern. Ich bin ja schon, ich halte mich ja für einen ganz guten Rennspieler, weil das so das, ich glaube, das war das zweite Genre, das ich ernsthaft, wenn man mal von Handheld-Spielen absieht, gespielt habe. Und selbst auf dem Gameboy habe ich bis heute ein Formel-1-Rennspiel. Das super lustig ist, weil es eigentlich vollkommen reicht, wenn man in dem, was der Gameboy als Ideallinie darstellen konnte, bleibt, denn das Spiel hat keine Höhen. Das heißt, die Strecken sind alle komplett platt. Aber es sind alle Originalstrecken der damaligen Formel-1-Saison drin. Ich weiß nicht welche, ich glaube 1989 oder so. Ich weiß, dass in Brasilien das Saisonfinale ist. Es sind doch gar nicht alle Strecken drin, ich glaube es sind nur 10. Was erzähle ich denn hier für einen Quatsch? Pole Position, beziehst du das auf das Gameboy-Spiel? Dann gucke ich gleich mal. Ich habe das hier noch irgendwo. Ich weiß es genau. Ich habe ja auch, als ich mein erstes Spiele-Event besucht habe, also die Games Convention in Leipzig 2006, habe ich auf der kompletten Hinfahrt 6 Stunden im ICE nichts anderes getan, bis auf kleine Pausen zwischendrin, als Tetris zu spielen auf einem alten Gameboy. Ich habe extra meinen alten Gameboy mitgenommen und ihn dann von einem GameStar-Redakteur unterschreiben lassen. So, bevor ich jetzt wieder in das schwarze Loch reinrassle. Ich habe ein Autogramm auf meinem Gameboy von Markus Schwertl. Das fand ich super lustig. Und er fand es auch super lustig. Also ich hatte den umständlich in meine Hosentasche gestopft, weil ich eine... Jeans, also keine Baggies, aber eine Jeans mit riesigen Taschen hatte. Und in meiner Jacke kein Platz war für das Teil. Dann habe ich das aus der Tasche gefriemelt irgendwie und er hat, seine erste Reaktion war, oh, sowas habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Und das als Spieleredakteur. Das ist ja traurig. Aber er hat ihn sehr gerne unterschrieben. So, wir sind auf jeden Fall am Ziel angekommen und ich kann jetzt mal meine ersten
Mein erstes schwarzes Loch hier habe ich schon eingesackt. Hier waren nur noch zwei andere in der Nähe. Ich weiß es genau. Lüg mich nicht an. Also in der Richtung. Oder ist das da unten noch eins? Dann nehme ich das natürlich auch mit. Warte mal, ich mache das anders. Das kommt zuerst dran. Das ist nämlich in direkter Sprungdistanz. Der Gameboy selber war leider, also es war leider kein Original-Ur-Gameboy mehr mit den pinken Tasten und der grauen Packung, sondern er war gelb mit schwarzen Tasten. Also natürlich, ich halte das jetzt mal ganz dezent in die Kamera. Wobei man das ja auch auf meinem Twitter-Feed sehen kann. So, das muss reichen. Wer es erkannt hat, darf sich jetzt freuen. Auf jeden Fall, ja. Tetris. Oh, hier sind noch mehr Objekte. Aber nichts. Nichts dabei, wo man sich denken könnte, boah. Aber auch das nicht geclaimed. Das finde ich sehr schön. Gott, egal ob ich jetzt Ed treffe oder nicht, dieser Trip wird mich unglaublich reich machen. Also für meine Verhältnisse jetzt. Ich bin ja sowieso nicht so enorm auf die Kohle aus in Elite. Frameshift Drive charging. Aber das mit dem Altvorkommen, das passiert mir in letzter Zeit auch schon immer häufiger. Ich war neulich mit meiner Freundin aus und haben wir da uns mit Leuten unterhalten in dem Restaurant. Und die eine war irgendwie, da war so ein Mädel dabei, die war vielleicht 19 oder 20. Und dann haben wir der erklären müssen, was zum Beispiel eine Diskette ist und ein Telefon mit Wählscheibe und dass es früher kein Internet gab. Also so richtig schön klischee-mäßig, weißt du? Dann haben wir sie angewiesen, dass sie, wenn sie nach Hause kommt, auf YouTube gehen soll und 56K Modem-Sound googeln muss. Also auf YouTube googeln. Darf man das eigentlich sagen? Google hat ja tatsächlich beim Duden verlangt, dass der Duden, Alter, hat er, dass der Duden unter dem Wort googeln, in der 33. Auflage vom Duden kam zum ersten Mal das Wort googeln vor. Und ursprünglich stand dann da, etwas im Internet suchen oder mit einer Suchmaschine im Internet suchen oder so. Und in der 34. Auflage, auf Drängen von Google, hat der Duden das dann ändern müssen auf etwas mit Google im Internet suchen. Aber da YouTube ja Google gehört, kann man bestimmt auch auf YouTube googeln. Ja, wie dem auch sei. Also auf jeden Fall war das schon so ein Moment, da habe ich mich enorm alt gefühlt. So, und BRB ist ein Stichwort. Ich wollte ja jetzt endlich mal lüften. Moment. Während wir nochmal die wunderschöne Orca hier sehen. Ich mache das jetzt mal anders. Ich mache hier mal die Zufallsauswahl weg. Hey, da ist sogar ein Screenshot von unserem Wing damals. Abacus, ist das nicht toll? Das war mir so ein toller Moment für mich, dass ich ihn per Screenshot gespeichert habe. Wunderbärchen. So, ich bin sofort wieder da. So, das ging schnell. War ja nur kurz das Fenster aufmachen, weil es hier so... dann mache ich anstatt dem Wartebildschirm meinen Dings aus. Das war übrigens auch ein geiles System, das wollte ich für Tourismus vorschlagen. Da war ein Gasriese, der um zwei Sterne so drumherum gekreist ist. Und da ist wieder der Chris Povolonkin mit im Bild sozusagen. Ach ja, meine Bilder sind ja schon nicht... Also ich mochte sie alle, die Momente, sonst hätte ich sie auch nicht per Screenshot und so, ne? Ist klar. So, next. Die schwarzen Löcher sind noch nicht ausgeschöpft hier. Das hier unten sind bestimmt alles Neutronensterne. Nein, da ist noch ein schwarzes Loch. Hier sind jetzt Neutronensterne, wa? Ja.
Okay, dieses schwarze Loch nehme ich noch mit und dann das, was hier irgendwie über mir ist. Oh, ich habe den Wartebildschirm noch an. Haha. Ich bin ja ein Profi. So. Ja, ich finde das ja auch so traurig übrigens mit den Codes von der Gamescom und so. Die wollte ich Freunden geben, also den erwähnten Freunden, die sich nicht Horizons holen wollen. Und die sagen dann aber immer, ob ich da nicht mehr von hätte, wenn ich das im Stream so als Giveaway verteile. Das Problem ist, dass ich glaube, die Leute, die hier zugucken, haben das sowieso schon alle. Deshalb hat es überhaupt keinen Sinn, denen das jetzt irgendwie unter die Nase zu halten, so. Ja, dann danke fürs Zuschauen natürlich. Und bis zum nächsten Mal, Sparrow. Freut mich, dass auch mal jemand zusehen konnte, dass ich mal zu einer Zeit gestreamt habe, wo das ging. Tja, aber Kuss, jetzt sind nur noch wir beide übrig. Fürchte ich. Huch, und mein Stream-Chat geht schon wieder aus. So. Ach ja, jetzt sind wir wieder ein bisschen unterwegs. Hätte ich vielleicht jetzt die Zeit nutzen können, um das Fenster aufzumachen, wa? Kalt. Kalt ist das falsche Wort. Mir läuft ein Schauer über den Rücken. Und danke fürs Hosten übrigens, Sparrow, falls du noch das hörst. Aber das ist ja Ehrensache, dass man sich dafür bedankt. Lang werde ich auch nicht mehr machen. Vielleicht möchte Freundin ja auch noch ein bisschen Netflix durchstöbern oder irgendwas anderes. Wir haben ja schließlich gerade That 70s Show entdeckt. Willkommen zurück, Abacus. Da fällt mir gerade so ein. Die Gelegenheit nutze ich doch mal. Ich wollte dir ja noch einen Link senden. Bitte schön. So, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bis wir bei dem Neutronenstern ankommen. Der ist ja noch ein paar tausend Lichtsekunden entfernt. So, jetzt mal ja kurz schauen. Dieses schwarze Loch hatte ich schon. Dieses auch schon. Dann war das hier das andere, wa? Das hier habe ich auch schon. Dann muss es ja das hier sein. Dann setze ich da schon meine Route hin und sammle noch den Neutronenstern ein. Oh, jetzt habe ich mich schon gefreut, dass die Vitrine hinter mir reflektiert, aber ich glaube, es ist die Tür. Da ist so ein Glas drin. Ach, ist auf jeden Fall viel lustiger zu streamen, wenn Leute dabei sind, muss ich doch so mal sagen. Das gibt dann doch so das gewisse Extra an Interaktion. Meine Nase juckt. Und das hört nicht auf. Das ist eine Frechheit.
So. Bin wirklich schwer gespannt, mit welchem Explorer-Rang ich dann nach Hause komme. Ich wollte ja eigentlich, bevor ich mich auf den Weg mache, Ed zu treffen, noch mindestens so viele Sterne scannen, dass ich auf Pioneer komme, damit ich dann Ed sagen kann, ha, in der Zeit, in der du nur stumpf gerade ausgeflogen bist, habe ich einen neuen Explorer-Rang erreicht. Und was hast du gemacht? Kekse gefuttert. Nein, aber leider hat es nicht gereicht. Das, was ich jetzt, bevor ich den Trip, also bevor ich mich entschlossen habe, dann doch jetzt mal loszufliegen, damit ich es noch in Time schaffe. Das waren leider nur knapp 3 Millionen, die ich da zusammenbekommen habe. Und deswegen, ja. Aber ich muss sagen, was auch sehr schön ist, ist einfach mal Elite einfach so vor sich hinzuspielen. Das habe ich ja zu Beginn vor allem nicht so wirklich gemacht, weil ich dann gedacht habe, oh, ich setze mir jetzt das und das Ziel. Und am Anfang waren das auch Sachen, die konnte man in einer Woche oder so erreichen. Also auch mit dem, ich habe ja nie besonders die Pro-Taktiken angesetzt oder so. Sondern ich habe immer mal, um die Abwechslung hochzuhalten, mal dies, mal das. Ziemlich wenig Trading allerdings, weil das fand ich immer etwas unspannend, aber mal Missionen, mal Combat Zones, mal Bounty Hunting. Sowas in der Art, Kurieraufträge habe ich öfter am Anfang gemacht, sowas halt alles. Und Frameshift Drive charging. Ach so, ich habe dir den Link auch per Telegram geschickt. Nicht bei Twitch. Four, three, two, one, engage. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall einfach mal so vor sich hinzuspielen und zu sagen, okay, ich setze mir zwar jetzt schon ein Ziel, also in diesem Fall, ich möchte Sec A erreichen. Aber was dann passiert, ist relativ egal. Ich habe jetzt halt im Prinzip verpasst, was Canon da gemacht haben. Aber es ist jetzt auch nicht so dramatisch. Also am 28. sollte ja das ja, glaube ich, gewesen sein. Aber dafür habe ich halt andere Sachen gemacht in der Zeit. Ja, das hat gestern ja, wie heißt er? Hoberman? Ich weiß es nicht. Die tolle Erzählstimme von den Dockers und Fuel so. scooping complete. Der hat das ja gestern bei Crash im Stream auch gesagt. Man sollte einfach machen, woran man Spaß hat und sich. Also ich finde, man kann sich ruhig ein Ziel setzen, sozusagen. Ich werde jetzt, ich möchte Fuel jetzt den und scooping den Rang complete. erreichen. Aber Frameshift man sollte drive auf keinen charging. Fall so. Also wenn es dann quasi. Wenn man dann selber das Gefühl hat, es wird irgendwie ein Grind, dann soll man sich auch nicht wundern. Ich meine, man muss halt Arbeit da rein investieren. Und ich sehe es jetzt selber. Ich dachte, oh, mit dem Trip nach Sec A werde ich ja Four, bestimmt Elite erreichen three, im Explorer-Rang. Und dann kam one, ich zurück und es hat engage. nur, in Anführungsstrichen, für den halben Ranger gereicht. Also ich bin ja nicht ganz zurück, aber wenn ich dann einfach in der geraden Linie wieder zurück zur Bubble geflogen wäre, dann hätte das halt wahrscheinlich nicht mal für Pioneer gereicht. Möchte ich wetten. Und wenn man halt wirklich den Elite-Rang haben will, dann muss man sich nicht nur irgendwie mal, also ich sag mal so, dann darf man nicht nur diese Felder abgrasen, wie ich das hier gemacht habe. Hier das da. Mit den ganzen Neutronensternen. Und auch dem einen oder anderen vereinzelten schwarzen Loch dazwischen. Waren das Neutronensterne? Ja, es waren Neutronensterne. Sondern da muss man halt auch mal sehen, dass man wirklich Arbeit investiert. Kleiner Tipp übrigens, es gibt Telegram auch für PC. Sehr praktisch und es ist halt derselbe Account. Bisschen Schleichwerbung. Ich finde das immer so toll, dass mir alle möglichen Leute, denen ich sage, ich benutze Telegram, dann irgendwie zur Antwort geben, ja, aber warum denn? Ich habe doch WhatsApp. Ja, aber Telegram ist besser. Das ist ja nur ein Neutronenstern, aber den nehme ich trotzdem mit. Frameshift drive charging. Und das Argument, das dann kommt von wegen, oh, dann das benutzen so wenig Leute, ja, Leute, als WhatsApp rauskam, haben alle noch SMS geschrieben. Man kann euch dann mal zum nächstbesseren Programm überwechseln. Ne? Four,
Mit dem Argument konnte ich bisher noch jeden überzeugen. Eigentlich sollte Telegram mir Prozente geben. Aber gut, sie verdienen ja nichts an... verdienen die überhaupt Geld? Oder ist das Crowdfunding oder was? Würde mich auch heutzutage auch nicht mehr wundern. Es gibt so viele gemeinnützige Sachen. Aber ich habe auf jeden Fall ein paar sehr schöne Sachen auf diesem Trip gesehen. Abgesehen von den offensichtlichen natürlich. Also jetzt, Zack A ist natürlich... Das ist natürlich ein Ding. Ich bin auch sehr froh, dass ich das gestreamt habe, wie ich das oder aufgenommen habe. Dann kann ich es mir immer wieder ansehen, ohne 20.000 Lichtjahre zu springen. Fuel skip disengaged. Frameshift drive charging. Kleines Fake Gain, damit ich dann sehen kann, wie das aussieht, wenn ich die ganze Zeit mit offenem Mund sitze. Schlimm. So, ich würde sagen, anderthalb Stunden sind genug. Ich werde jetzt noch diesen Neutronenstern anfliegen. Das müssen jetzt noch zwei Jumps oder einer oder zwei Jumps sein. Und dann werde ich mal gucken, was die Freundin so macht. Das ist noch ein Jump. Und was ich noch sagen wollte, klar, dann darf man sich nicht nur auf diese Neutronensternfelder verlassen oder sowas. Sondern muss halt auch wirklich mal sich die Mühe machen und einfach mal alles in so einem System scannen. Ich könnte das jetzt hier natürlich demonstrieren, aber das habe ich zum Beispiel gemacht auf meiner ersten Exploratur. Auf meiner ersten Exploratur in den Coalsack Nebula habe ich sehr viele Systeme komplett gescannt. Und das hat dann mich, glaube ich, tatsächlich direkt auf den dritthöchsten Explorer rangebracht. Das hier nicht sogar noch offen? Mal schauen. Ja, ich war dann, glaube ich, sofort bei... Ich weiß nicht, ob es Trailblazer oder Pathfinder war. Ich war auf jeden Fall sehr, sehr schnell sehr weit vorne. Und das ist natürlich toll gewesen. Aber das hat halt auch nur geklappt, weil ich da wirklich Aufwand reingesteckt habe. In diese relativ kleine Explorer-Tour hat mich nämlich irgendwie eine Woche oder so gekostet. Und das, obwohl die Entfernung von der Bubble irgendwie nur 1000 Lichtjahre waren. Wenn ich den gleichen Aufwand auf dem Flug nach Dings auch gemacht hätte, den gleichen Aufwand auf dem Flug nach Sack A auch gemacht hätte, dann wäre das kein Problem. Dann wäre ich jetzt natürlich längst wahrscheinlich schon Elite. So. Haben wir da noch? Ach, ewig weit weg. Ja, 500 Credits halt pro normalem Scan. Ohne Discovery-Scanner jetzt. Also ohne Surface-Scanner, meine ich. So, haben wir jetzt noch irgendwelche schwarzen Löcher oder sowas in der Nähe, auf der ungefähren Richtung? Weil dann hangel ich mich jetzt einfach noch ein bisschen so weiter. Das ist wieder ein Neutronenstern. Ich meine, ich weiß, die bringen Kohle, aber ich bin tatsächlich mehr auf die schwarzen Löcher gerade scharf. Denn ich muss ja auch mal irgendwie ankommen. Wenn ich jetzt die ganze Zeit nur diese Neutronensterne abgrase, dann werde ich zwar sehr reich damit werden, aber nie ankommen. Da haben wir noch eins. Wie viele Sprünge sind das? 9. Na komm, Schlusssprint. Ach, Toshi, hallo! Ja, das mit dem Hauptstern versuche ich auch immer, oder zumindest oft, weil das halt auch schon dann irgendwie von 500 auf, keine Ahnung, 3, 4, 5.000 hochgehen kann. Gerade wenn es ein Stern aus der Hauptreihe ist. Das lohnt sich dann natürlich schon wesentlich mehr, als wenn es nur 500 sind. Okay, jetzt wo noch wieder ein Zuschauer dazugekommen ist, ist das natürlich blöd, wenn ich jetzt aufhöre. Dann mache ich jetzt noch diese 9 Sprünge.
Und guck dann gleich mal. Meine Freundin wird's auch nicht stören, die spielt gerade auch ihr zweites Lieblingsgenre. Night of the Rabbit, also ein Point-and-Click-Adventure. Haben wir auch schon sehr viele schöne zusammengespielt. Das perfekte Genre eigentlich, um das zusammenzuspielen, weil, naja, man kann halt zusammen an den Rätseln knobeln. Eigentlich eine Schande, dass ich es noch nicht geschafft habe, mit meiner Freundin Monkey Island 3 auf oberaffig zu spielen. Das beste Adventure überhaupt. Und ich fürchte, da wird auch nie wieder was Besseres rauskommen. Aber Kuss, bist du... Du bist Trade-Elite, oder? Da müsste ich auch mal dran arbeiten. Ich habe so überhaupt keine Lust auf das Handeln und wäre so froh, wenn ich Trade-Elite wäre, weil dann hätte ich halt eine Milliarde und müsste es nie wieder machen. Aber das ist halt so eine... Oh, so eine Ausdauergeschichte. Wie sagt Crash immer so schön? It's not a grind, it's a test of endurance. Oh, da brauchst du nicht, da bist du hier quasi an der falschen Adresse. Night of the Rabbit ist tatsächlich Dedelic. Und wir haben auch so ziemlich alles andere von Dedelic auch schon gespielt. Also Edna bricht aus, war glaube ich das erste. Dann haben wir Whispered World, glaube ich, als nächstes gespielt. Deponia natürlich alle drei Teile. Den vierten müssten wir uns jetzt irgendwie mal zulegen, so langsam. Ja, sie mit Night of the Rabbit, wobei, also ich habe jetzt bei Night of the Rabbit nicht mitgemacht, weil das, das sollte nicht, soll nicht so toll sein. Memoria hat sie auch noch gespielt. Aber da mich DSA nicht so interessiert, bin ich da auch eher außen vor geblieben. Und wir haben so halb Harveys neue Augen durchgespielt. Das, da wir aber vorher schon das Let's Play dazu von Gronkh gesehen haben. New Beginning hat sie auch schon durch. Ach, verdammt. Das war mir zu deprimierend, da habe ich auch nie mitgespielt. Wir haben als letztes tatsächlich zusammen Life is Strange gespielt. Das ist zwar weder Point and Click noch Dedelic, aber das ist ein super tolles Adventure. Also... Wird jetzt sogar... Huch, ich gehe mal aus Versehen auf den Pauseknopf. Wird jetzt sogar angeblich als Realserie verfilmt. Wobei ich mich frage, also sowas mit Multiple Choice und so... Ist schwer, das zu verfilmen, aber es ist trotzdem eine grandiose Story. Also... Ich meine, man kennt das ja inzwischen aus so Spielen, wo man sich entscheiden muss. Mass Effect ist ein gutes Beispiel, dass man dann bei irgendwelchen Entscheidungen da sitzt und denkt, oh, welche nehme ich jetzt, verdammt, und dann sitzt man da 5 Minuten vor, bis man sich entschieden hat. Und da gibt's in Life is Strange wirklich viele Momente, wo das passiert. Aber Monkey Island 3 wollte ich nochmal kurz sagen. Da gibt's mein Lieblingsbeispiel. Und zwar, wie man das Rätsel, der Unterschied beim oberaffig und beim normalen Modus, wie man den Goldzahn bekommt auf der Insel ganz am Anfang. Den man für irgendwas braucht. Ich habe schon wieder vergessen, wofür, aber das Rätsel erinnere ich mich noch. Und im normalen Modus ist das so super einfach im Vergleich. Bei oberaffig ist das echt... Und das bei einem Adventure, das nur 3 Interaktionsmöglichkeiten bietet. Verglichen mit den 9 bzw. 12, die Scum Engine eigentlich hat. Ach, und was auch sehr schön ist, das müsste ich eigentlich auch nochmal wieder spielen, aber nur so für mich, nicht unbedingt als Let's Play, wäre oder waren die neu aufgelegten Sam und Max Teile von Telltale? Heißen die Telltale? Ich verwechsel immer Telltale und Traveler's Tales. Aber Traveler's Tales sind die mit den Lego-Spielen, oder? Und Telltale sind die mit den anderen geilen Adventuren. Na, auf jeden Fall eine sehr tolle Sache. Jetzt ist sie gerade als nächstes auf Geheimakte Tunguska aus, aber das ist nicht so. Das ist auch wieder so ein. Also. Monkey Island 2. Hat er das überhaupt?
die Fechtbeleidigungen drin? Das hatte das doch gar nicht. Monkey Island 1 hatte das halt so großartig und Monkey Island 3 auch. Bei Monkey Island 1 war halt immer der Klassiker. Du kämpfst wie ein dummer Bauer. Oh, wie passend, du kämpfst wie eine Kuh. Bei Monkey Island 3 musste es sich dann auch noch reimen. Bei Monkey Island 2 weiß ich gerade gar nicht, gab es da auch das mit den Fechtbeleidigungen? Ich glaube nicht. Monkey Island 2 war das mit der Schatzkarte, die man zusammensetzen muss. Das war auch super. Aber 3 war noch besser. 3 ist einfach das Adventure. Da kommt für mich nichts dran vorbei. Da kann Deponia noch so gut sein. Das andere war einfach viel, viel besser. Viel, viel besser. Monkey Island 3 ist das Gezeichnete, dass das so aussieht wie ein Comic. 1 und 2 sind noch in der Original Scum Engine erschienen. Vielleicht helfen ja die Untertitel. Das erste war Secret of Monkey Island, das zweite ist Monkey Island 2 LeChuck's Revenge und das dritte ist Curse of Monkey Island. Ist das richtig? Das muss ich gerade selber aufpassen, dass ich nicht durcheinander komme. Da gab es ja auch noch das vierte, das so, also von der Story her gut war. Aber spielerisch Mist. Wegen der Grime Engine. Okay, das vierte war Escape from Monkey Island. Die Tales from Monkey Island müsste ich eigentlich auch mal spielen. Die sind ja auch von Telltale. Egal, Sam und Max Teile waren auf jeden Fall auch super und die hatten so einen schönen absurden Humor. Ich bin ja absoluter Fan von sowas. Deswegen hoffe ich auch sehr, dass, dass Amazon die Tick-Serie produziert. So, jetzt mal kurz gucken. Telltale, das sind die, ja? Tales of Monkey Island, Sam und Max, ja genau, die sind das. Dann sind Traveler's Tales die mit den... Die mit den Dings. Mit den... Ach verdammt, wie heißt denn das? Lego spielen. Ja, für Shopping waren wir auch noch dabei, stimmt. GOG habe ich noch nie benutzt. Das alles auf Steam, weil irgendwie grundsätzlich was auf GOG erscheint, erscheint auch bei Steam dann inzwischen. Und so habe ich wenigstens alles an einem Ort. Meine Freundin beschwert sich ja auch ständig, wenn sie sich irgendwo einen Account anlegen muss. Gestern erst, als sie sich dann einen Discord-Account gemacht hat. Warum muss ich mir denn da schon wieder einen neuen Account anlegen? Aber so ist das halt heutzutage. Ich habe neulich noch im Bezug auf Star Treks 50. Geburtstag einen, meiner Meinung nach, ja ziemlich bescheuerten Artikel gelesen, wo der Autor der Meinung war, die totale Überwachung, über die aktuell so viel sich gewehrt wird, zu Recht und so, wäre ja in der Welt von Star Trek vollkommen akzeptiert. Und sein Argument war, dass bei Star Trek einem ja der Schiffskomputer immer sagt, wo man gerade ist, wenn man fragt, also wenn ich jetzt nachfrage, wo ist Lieutenant so und so, dann weiß der Schiffskomputer das und weiß auch was, also wobei, naja, weiß der, was man da gerade macht? Nicht so richtig, ne? Ja, die Cloud. Geh mir weg mit der Cloud. Schlimm. Ich verstehe auch nicht, wie man OneDrive benutzen kann. Die Telekom nervt mich ja auch schon mit ihrer Cloud. Vergiss es. Da gab es ja auch neulich so einen Aufschrei, aber ich wollte jetzt erst noch zu Ende erzählen. Wow.
Hier bin ich jetzt näher gekommen, als ich wollte. Ja, das DRM-freie ist natürlich schön. Aber ich habe jetzt schon so viel auf Steam. Da wäre es auch irgendwie... Da ist auch irgendwie egal. Ich habe immer mit einem Kumpel das Argument Konsole versus PC und sein Pluspunkt für die Konsole ist immer, dass er da ja Spiele weiterverkaufen kann. Und dann habe ich ihn gefragt, wie viele Spiele er in den letzten Jahren weiterverkauft hat. Keins. Also so viel dazu. Ich wollte jetzt noch irgendwas anderes erzählen, aber ich habe es voll vergessen. Ist das da unten auch ein schwarzes Loch? Oder ist das schon wieder nur so ein langweiliger Neutronenstern? Langweilig in Anführungsstrichen. Ja, ich glaube, so langsam versiegen hier die schwarzen Löcher. Dann werde ich jetzt noch mal gucken, ob ich hier noch eins finden kann. Und dann aber auch mal zusehen, dass ich zum Ende komme, weil so langsam werde ich auch müde und hier die ganze Zeit dann noch moderieren und so. Macht es nicht leichter. Ich frage mich ja, ob andere Explorer das auch so machen, dass sie dann einfach mal über die Karte scrollen und gucken, was sie so finden können an interessanten Gegenden. So bin ich ja auf das Neutronensternfeld, auf das erste da gestoßen. Und ich würde jetzt auch gerne mal so einen Wolf Rayette Star sehen, einfach nur, um die mal zu sehen. Das ist, glaube ich, jetzt der einzige Typ von Stern, der mir noch fehlt. Ja, das ist richtig, das Argument mit den digitalen Gütern weiterverkaufen. Da haben wir noch ein schwarzes Loch, dann steuere ich das jetzt als nächstes an. Und wie viele Jumps sind das? 12, ja komm. Und ab dann werde ich, glaube ich, sowieso weiter, also normale Routen setzen und so. Aber es hat sich doch schon mal gelohnt hier. Ich verstehe auch nach wie vor nicht, wieso sie das mit dem DRM bei Konsolenspielen immer noch nicht durchgesetzt haben. Wo doch Hersteller sagen, dass der Gebrauchtmarkt nach dem Raubkopiemarkt das Schlimmste wäre. Das ist auch sein anderes beliebtes Argument. Wenn man ein Spiel auf PC veröffentlicht, dann gibt man das ja quasi zur Raubkopie frei. Und seiner Ansicht nach sind 90% der Leute, die das PC-Spiel spielen, ja eh, also die haben das Spiel ja dann eh schwarz. Finde ich interessant. Also ich meine, ich kenne da auch Leute, die das vor 15 Jahren mal gemacht haben. Da hatte ich dann auch mal irgendwie, ich glaube drei Spiele hatte ich in meiner gesamten Spielerzeit mal irgendwie schwarz. Weil die halt damals auf dem Internat quasi so rumgingen. Und ich habe zwei davon tatsächlich später gekauft. Beziehungsweise das eine hatte ich sowieso schon, aber hatte die CD gerade nicht dabei. Und weil ich keine Lust hatte, die Woche zu warten, bis ich wieder nach Hause fuhr vom Internat aus, habe ich dann die kopierte Version genommen, als ich nach Hause gefahren bin, die gelöscht und dann die Originalversion installiert. Und diese Leute machen das heute aber auch alle nicht mehr. Erstens, weil es kaum nötig ist, weil die Spiele sowieso nach spätestens 2 Monaten im Sale sind und man inzwischen einfach auch bei den Preisen nicht mehr lange nachdenkt, weil es sich sowieso nicht lohnen würde, da jetzt, also der Aufwand, da eine funktionierende Raubkopie zu finden, wäre halt einfach viel zu groß. Das ist es nicht wert, dann gibt man doch lieber die 20 Euro dafür aus, wenn es im Sale ist, oder 35 oder was. Also diese Behauptung, 90% der PC-Nutzer würden ein Spiel schwarz spielen, fand ich sehr gewagt von ihm.
Zumal es ja auch auf den Konsolen Raubkopien gibt. Also er tut immer so, als wäre das die weiße Weste, aber auch da gibt es Raubkopien und auch laufende. Also das ist vielleicht nicht ganz so schlimm wie bei einem Spore, das 2 Tage vor Release schon gecrackt wird oder so. Oder was auch immer das war. Aber das ist halt irgendwie... Naja, jeder hatte das doch halt irgendwie mal so ungefähr. Ja, richtig. Also, wenn man das Geld verdient, dann sehe ich es halt auch nicht ein. So kam ich ja auch zu Elite. Ich habe... Wieso gucke ich denn jetzt auf den Tab? Ach so, wegen der Route. Ich habe als Elite, als ich das erste Mal davon gehört habe, war ich so begeistert, dass ich gedacht habe, okay, ich will das Spiel auf jeden Fall spielen. Was kostet's? Ach so, okay, 40 Euro oder 60 oder was das damals war. Zur Vorbestellung. Will ich so lange noch warten? Nö. Und ich will ja sowieso mit Let's Plays anfangen. Ach, dann kaufe ich mir jetzt den Premium-Beta-Zugang für 120 Euro, weil ich das Geld halt übrig hatte. Und da bin ich auch bis heute nicht schade drum. Wenn ich überlege, was ich da allein schon alles erlebt habe. Ich wäre sicherlich nicht auf die LaveCon gefahren, wenn ich nicht den Beta-Zugang gehabt hätte. Möchte ich wetten. Denn ich glaube immer noch, von den Gründen, die es mir ermöglicht haben, Botschafter zu sein, ist die Tatsache, dass ich zu dem Zeitpunkt das Spiel schon über ein Jahr mit Let's Play begleitet habe, ein ausschlaggebender gewesen. Ich muss zugeben, im Nachhinein finde ich es fast ein bisschen peinlich, das zu sagen, aber ich habe tatsächlich mir Sorgen gemacht, dass ich Ed mich nicht zu den Botschaftern dazu holt, weil ich keine Webcam hatte damals und er mich deswegen nicht auf Skype sehen konnte. Das waren meine Sorgen damals. Und dann war ich so happy, als ich die E-Mail bekam. Ich muss auch zugeben, von allen Spiele-Communities, die ich bisher erlebt habe, habe ich eine Top 2. Elite ist auf Platz 1. Und die andere ist, ob man es glaubt oder nicht, von einem Tablet-Spiel. Und zwar das wundervolle, lustige und mich seit mit September 5 Monaten täglich bindende Star Trek Timelines. Weil, also die Community da, die beschweren sich zwar auch natürlich über Sachen, die der Entwickler von dem Spiel macht. Ich meine, das ist ja klar, die Elite-Community ist ja auch nicht mit jeder Frontier-Entscheidung einverstanden. Ich sag nur, Instant-Chip-Transfer, das ist ja, da spaltet sich die Community ja, die Haare vor allem. Also das ist... das ist natürlich ganz normal. Aber so untereinander, die Leute bei dem Star Trek-Spiel, da gibt es ja auch einen Public-Chat-Room für alle. Die sind alle super nett und auch die High-End-Top-Spieler sind da öfter mal drin und geben Tipps oder so. Zu Crewmitgliedern oder sowas, also wenn man das Spiel jetzt nicht kennt, dann ist es etwas schwer darüber zu reden, was man da so macht. Deshalb fasse ich mich kurz, was das angeht. Aber die Leute sind halt alle super nett und ich habe zum Beispiel mal, mir ist was Tolles gelungen, beziehungsweise ich habe also man kauft da so Booster-Pakete und dann sind da Crewmitglieder drin in verschiedenen Seltenheitsgraden und je seltener, desto stärker und so, ist klar. Und dann habe ich irgendwann mal einen legendären Charakter gezogen, also einen von den seltensten, besten Charakteren. Und hab mich dann im Chat darüber gefreut und anstatt dass dann irgendwie was käme von wegen Scheiße, will ich auch, oh, du blöder Glücksarsch, irgendwie sowas in der Art, haben halt alle gesagt so, yeah, super cool, freut mich für dich und einer schrieb dann share the luck oder so. Das fand ich besonders schön, also dass das gerade bei so einem Tablet-Spiel funktioniert, finde ich erstaunlich. Aber freut mich und über die Elite-Community muss man ja nichts sagen. Die sind einfach großartig. Also, ich möchte fast sagen, eigentlich
Oh ja, das mit dem Neulingen, das ist auch toll. Also, ich habe da schon oft mir den Chat bei dem Star Trek-Spiel angesehen und da kommen natürlich auch immer mal Leute, die das Spiel jetzt gerade installiert haben, rein und fragen dann, wie geht das und das. Und das ist überhaupt kein Thema. Also, das innerhalb von einer halben Minute haben das dann drei Leute beantwortet. In wechselnder Ausführung, in unterschiedlicher Ausführung, beziehungsweise Ausführlichkeit. Bei der Elite-Community, muss ich zugeben, weiß ich gar nicht so sehr, wie die da jetzt auf Neulinge reagieren. Also wenn man bei den Ronins landet, dann ist das vielleicht so eine Sache. Aber also wenn mir jetzt jemand begegnen sollte, der irgendwie nicht so die Ahnung hat, klar würde ich dem dann helfen. Und umgekehrt weiß ich natürlich auch, an wen ich mich wenden muss, wenn ich irgendwas nicht weiß. Und das Forum ist ja auch immer schnell und gut darin, Sachen zu erklären. Also sowohl das Edde-Forum als auch das Frontier-Forum. Von daher, also ich bin ja fast gewillt zu sagen, eigentlich sind die Entwickler Teil der Community. Also auf eine andere Art als bei anderen Spielen. Vielleicht liegt es aber auch jetzt, sage ich mal, an meiner besonderen Position als Botschafter, weil ich dann einfach so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, einen anderen Draht zu den Entwicklern habe, weil ich ja auch nicht täglich mit denen im Kontakt stehe, aber man kennt sich halt irgendwie, ne? Anders kann ich es gar nicht formulieren. Man kennt sich und das hilft halt einfach. Das Problem bei Elite ist natürlich, ich finde ja immer noch, die Botschafter könnten im Spiel ruhig auch kenntlich gemacht werden. Aber es dürfte halt nicht der Eindruck entstehen, dass wir irgendwie sowas wie Game Master sind. Also, dass bei uns dann halt nicht Commander, sondern Ambassador dran steht. Aber andererseits würde das dann halt auch so ein bisschen den Braben-Effekt haben, ne? Von wegen, also wenn Braben im Open spielt, dann ist er halt sofort Abschussliste Nummer 1. Eigentlich könnten sie doch für David speziell ein Decal machen, das eine Zielscheibe ist. Oder gleich einen ganzen Paintjob. Nur für David Braben. Aber apropos von wegen Ambassador kenntlich machen, ich überlege ja schon seit längerem, ob ich nicht mal versuchen soll. Ich meine, ich bin da wirklich nicht so erfahren drin, deswegen müsste ich vielleicht mal Kumpel fragen, der sich da besser mit auskennt. Aber ein Deckel für die Ambassador wäre doch was. Ach ja, mal wieder gucken hier. Aber nüscht dabei. Ich könnte hier den ganzen Abend so weitermachen, glaube ich. Das ist einfach toll. Vielleicht sollte ich überhaupt generell etwas mehr abends streamen, weil erstens da mehr Leute zugucken können überhaupt und zweitens, ich merke auch, dass ich einen unglaublichen Redeflow gerade entwickle, aus dem ich ja nicht mehr rauskomme hier. Und wenn ich überlege, das ist jetzt wieder, wo wir vorhin davon gesprochen haben, von wegen neu anfangen und so, wenn ich überlege, als ich angefangen habe, ich erzähle das immer gerne. Ich habe, glaube ich, 2 oder 3 Monate gebraucht, bis ich eine Cobra mir zusammen verdient hatte. Weil ich auch ein bisschen, also im wahrsten Sinne des Wortes, aimless war, weil ich habe halt einfach so ein bisschen vor mich hingedaddelt und hier und da und dies gemacht. Immer mal was anderes ausprobiert und das war halt alles nicht so das, was einem jetzt das schnelle Geld einbringt. Und dann habe ich das, als das erste Mal im Winter Sale war, letztes Jahr. Letztes Jahr? Ja, doch, letztes Jahr nach der Gamescom war es erstmal bei Steam im Winter-Angebot und habe da die erwähnten Kumpels dann halt dazu kriegen können, das zu kaufen. Und denen hatte ich mit meiner Hilfe hatten die an einem Wochenende eine Cobra. Weil ich halt einfach dann wusste, okay, so und so läuft das. Und da kann man schnell für einen Anfänger viel Geld verdienen. Dann bin ich halt einfach mit dem Clipper dazugekommen und habe die drei in ihren Zeitreihen. Der eine hatte, glaube ich, sogar schon eine Cobra, aber relativ schlecht ausgerüstet. Hab die dann in ihren Zeitis da in die Combat Zones gezogen und dann bisschen unter haben die mir ein bisschen Feuerunterstützung gegeben im Wesentlichen und dann hinterher hatten sie halt ihre Cobra zusammen mit irgendwie 1,5 Millionen oder so. So, dass sie dann halt auch ordentlich ausrüsten können. Ja,
Ja, natürlich habe ich es mir selber erarbeitet, das ist richtig, aber ist natürlich auch für die dann schön, weil die Sidewinder, also ich mag die Sidewinder auch ganz gern und ich fliege die auch gern, einfach weil das ist so ein ganz direktes Gefühl, was man beim Fliegen von der Sidewinder hat. Man dreht den Stick und sofort passiert was und zwar nicht so träge wie bei dem Ding hier. Und die haben sich das ja im Wesentlichen auch selbst erarbeitet, also. Ist ja nicht so, als hätten die da jetzt nur, als hätte ich die ganzen Abschüsse gemacht. Ich bin halt direkt mit denen in die High-Intensity-Zone gegangen, aber die mussten ja trotzdem was dafür machen. Also die konnten nicht nur daneben sitzen, weil die ja mindestens einmal irgendwie draufgeschossen haben müssen oder so. Und damit ziehen die natürlich auch Aggro auf sich. Und das war zu der Zeit, wo der Bug war, dass im Zweifelsfall die ganze gegnerische KI dich in der Combat Zone angreift und die verbündeten KI nichts macht. Das heißt, das war irgendwie, also zwei, dreimal wurden die dabei auch abgeknallt. Ist nicht so, als hätten die ihr Lehrgeld nicht zahlen müssen. Nicht so sehr wie ich, aber es ist halt auch schön, wenn man so einen kleinen Turbo-Start kriegt. Das hatte ich bei Eve tatsächlich, weil wir quasi von einem Kumpel geworben wurden. Und der hat dann sozusagen, als wir unsere Accounts dann, also wir hatten irgendwie erst nur so Test-Accounts und als wir die dann abgegradet haben zu vollen Accounts, hat der dann dafür Plex bekommen, also Ingame-Marken, mit denen man seine Spielzeit verlängern kann. Das ist ja das Schöne an Eve. Man kann im Prinzip seine Spielzeit auch komplett aus dem Spiel heraus finanzieren. Das finde ich ein sehr tolles Konzept bis heute. Und er hat dann halt gemeint, er verkauft die Dinger und gibt uns einen Teil ab von dem, was er dafür kriegt. Die waren irgendwie damals 300 Millionen Ingame-Geld wert. Und das ist halt schon richtig viel für einen Anfänger. Dann hat er uns halt 100 Millionen davon abgegeben. Jeweils. Und diese Starthilfe für uns war dann halt so, oh, okay, ich habe jetzt hier das Anfängerschiff, ich will das nächste, als nächstes das und das Schiff haben, dann kaufe ich mir jetzt mal die Skillbücher dafür. Ach, was kosten die? Ach, so 20.000, okay, dann kaufe ich mir mal die Skillbücher, dann skill ich mal, in einer halben Stunde ist der Skill gelernt, weil bei Eve ja die Skills über Zeit gelernt werden. Und dann will ich mir jetzt auch hier das neue Schiff kaufen, das Schlachtschiff oder was man sich da ausgesucht hatte. Ach, was kostet das? Ach, 300.000, ja, die habe ich doch noch hier übrig. So war das halt ein ganz angenehmer Einstieg in das Spiel. Da man sich ja keine Gedanken machen musste, oh, ich muss jetzt erstmal 5 Abende grinden, bis ich mir das Schiff leisten kann. Und das ist natürlich eine geile Sache. So, jetzt kommt noch ein letzter Vorstoß. Gucken, ob ich noch eins finden kann. Ansonsten werde ich jetzt hier zum Ende kommen und gucken, dass ich dann morgen den Tag über schneller Richtung Ed reise. Ich bin auch konsequent, ne? Boah, wenn man die alle abfliegen würde, die Sterne hier, da wärst du aber wahrscheinlich problemlos instant auf Elite. Also Abacus, schreib dir den Sektorennamen auf und dann fliegst du hier raus und sammelst die alle ein und dann weißt du Bescheid. Ist der Toshi eigentlich noch da? Der schreibt so wenig. Nichts könnte man sagen. Also auch 5 Jumps und dann ist aber auch Schluss. Ja, und ich muss sagen, diese Starthilfe, also die hat die natürlich auch dann motiviert. Und ich wünschte wirklich, die würden mal sich den, das, Die würden sich das Herz fassen und Horizon spielen und sich holen, wenn es im Sale ist, weil dann kostet das halt irgendwie 16 Euro. Und das bietet so viel mehr. Die haben halt auch so dieses. Genau, scan die ganze Galaxis. Das ist sowieso die beste Idee. Ich frage mich ja schon die ganze Zeit, gibt es irgendwen, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es irgendwen gibt eigentlich, aber jemanden, der hier bei den Systems visited, schon die 10.000 geknackt hat oder gar die 100.000. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Solche Sachen interessieren mich ja immer wieder. Aber wahrscheinlich der Typ, der 10 Monate lang nur im Economic-Modus geflogen ist. Er hat wahrscheinlich schon sehr viele Systeme besucht.
Aber ja, also ich versuche die ganze Zeit davon zu überzeugen, eben mal die 16 Euro halt auszugeben. Aber von denen kommt dann halt immer dieses Standardargument von Leuten, die sich nicht wirklich mit Elite befasst haben, finde ich immer. Von wegen, ja, da passiert ja nichts. Das, was gestern auch bei Crash im... was auch gestern im Chat bei Crash lief, von wegen diesem... wie hieß der? Sansibar? Irgendwie so? Der dann meinte, also der dieses Standardargument brachte von wegen... die Weite eines Ozeans und die Tiefe einer Pfütze. Das ist halt so ein unglaublich dummes Argument. Also, da muss ich glaube, es war Mad Dog, recht geben, der gesagt hat, oder geschrieben hat, das ist tatsächlich einfach nur, das haben die meisten Leute, die das sagen, haben das irgendwo gehört und wiederholen das einfach nur. Und das stimmt halt auch einfach nicht. Da haben sie ja auch gestern, also haben Crash und der Hober, ich weiß es wirklich nicht mehr, wie er heißt, drüber geredet, wenn einem das Spiel an irgendeiner Stelle wie ein Grind vorkommt, dann sollte man was anderes machen. Wenn einem das keinen Spaß macht, dann, naja, dann ist Elite halt einfach nicht das richtige Spiel für einen, aber dieses dämliche Argument mit dem, nee, also ich kann es nicht mehr hören, ganz ehrlich. Engage. Ja. So ist das. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Fiery Toad schon 100.000 Systeme besucht hat. Also bei allem Respekt vor Doppel-Triple-Elite. Ob das schon für 100.000 Systeme reicht? War das nicht Michael Brooks, der meinte? Wir haben bisher erst 1% der Galaxie erkundet. Das ist die Frage, was genau mit erkundet gemeint ist. Fuel skip disengaged. Ja, die eine Spieloption, das mit dem mehr zu tun, als zeitlich machbar ist bei Elite, das sehe ich halt genauso inzwischen. Ich habe, als ich auf der LaveCon war, habe ich noch zu Koresh gesagt, ich weiß nicht, wann ich die, oder kurz vorher haben wir, glaube ich, irgendwie geschrieben oder sowas, und er meinte, er weiß gar nicht, ich habe so gesagt, diesen Spruch gebracht von wegen, there's nothing to do in Elite. Und er meinte dann, er hat dann gemeint, er weiß nicht, wo er anfangen soll. Und ich habe dann gemeint, da ist so viel Nichts in diesem Spiel, was man tun kann, dass man gar nicht weiß, mit welchem Nichts man da anfangen soll. Und das trifft es ziemlich genau, weil wenn ich überlege, was ich jetzt alles allein machen könnte. Ich springe jetzt hier gerade durch die Gegend, könnte aber auch an irgendeinem Community Goal teilnehmen. Oder ich könnte einfach so in irgendeiner Combat Zone sein, oder ich könnte Missionen machen, oder ich könnte handeln, ich könnte mir meinen Rang bei der Navy verbessern. Wow! Oh, wie ich das hasse, wenn das passiert. Da werde ich doch versucht, ganz elegant außenrum zu fliegen, und ich hatte das falsche Ding anvisiert. Na, dann ist kein Wunder, dass ich dem Teil so nahe gekommen bin. Streamen bringt Pech. Das ist schon das zweite Mal bei diesem Stream, dass ich hier rausfliege. Soll ich dafür auch einen Shot verteilen? Ach komm schon, Cooldown. Nutzen wir doch die Gelegenheit mal für einen Beauty-Shot. Mit der LaveCon-Skin. Und dem Community-Deagle. Man muss ja sagen, ich finde den Detailgrad von Elite immer wieder faszinierend, aber eine Sache hat mich neulich überrascht, und zwar, man sieht tatsächlich nicht, wenn die Frontscheibe vereist. Ich freue mich schon so auf Multicrew, muss ich übrigens zugeben. Das wird so... Apropos Multicrew, Abacus
Sobald Multicrew da ist, bist du natürlich herzlich eingeladen. Okay, ich sollte erstmal Abstand zu dem Stern aufbauen. Ich bin gerade sehr froh, dass meine Latenz anscheinend enorm gering ist. Ja, Multicrew wird, haben wir ja quasi schon ausgetestet, ne? So wie Crash schon die Passenger-Mission ausgetestet hatte, haben wir ja schon die Multicrew getestet. Ich frage mich auch, wie das mit dem Multicrew sein wird, weil das wirklich auch nochmal ein Ding wäre. Ich glaube, damit könnte ich die Leute dann locken, von denen ich die ganze Zeit rede, die halt keine Lust auf Horizons haben. Aber... Also ganz ehrlich, Multicrew ist so... So ein Ei des Kolumbus, muss ich sagen, finde ich. Wenn es nicht so klappt, wie es vielleicht sollte oder so. Aber ich glaube nicht, dass das schief gehen wird. Ei des Kolumbus war auch irgendwie eine blöde Formulierung. Interesting. Das System ist doch... Das hat doch was hier. Es ist wirklich sehr interessant, wie dicht das hier alles beisammen ist. Aber das mit der vordersten Testfront natürlich. Wir müssen doch die News in die Welt tragen. Mich raten, der Neutronenstern ist das Teil, was da ewig weit weg ist. Nur um mich zu ärgern. Ja, ich glaube auch Frontier wird das schon hinkriegen. Was ich mich allerdings frage ist, braucht man dafür zwingend Horizons, um Crewmitglied zu sein? Denn das, also meine Wunschvorstellung wäre, dass es reicht, wenn der Captain des Schiffs das Add-on hat. Und der Rest, also die Crewmitglieder brauchen einfach nur das normale Elite. Dangerous. Das wäre auch für viele Leute ein Anreiz, glaube ich, sich das zu kaufen. Sieht ja fast aus wie der Orion-Gürtel. Huch, was war das? Naja, auf jeden Fall fände ich das halt eine sehr geile Sache, weil dann könnte man den Leuten, die das halt nicht haben... damit könnte man denen halt einen Anreiz geben. So nach dem Motto, hey, guck mal, was hier Cooles möglich ist. Aber wo wir gerade davon sprachen, ich habe immer noch, weil ich den einem Kumpel mitgebracht habe und seitdem den nicht mehr gesehen habe, von der letzten Gamescom rumfliegen hier, ne? Diese blöden Tattoos. Und diese Pins. Möchte jemand einen... Was ist denn das? Weiß einer von euch zwei, was das für ein Schiffsmodell hier sein soll? Ist das irgend so ein Pin, den man bekam an dem Stand? Der natürlich auf keinen Fall mithalten kann mit dem hier. Oder gar dem hier. Bisschen Merchandise in die Kamera halten. Da sind wir wieder beim Shopping. Teleshopping mit Smintili. Was habe ich denn noch so auf meinem Schreibtisch rumfliegen, was ich verteleshoppen könnte? Ich dachte mir, dass eine Constellation ist, danke. Ich war mir nicht ganz sicher, weil irgendwie diese Repräsentation doch etwas seltsam aussieht. Hier, den hätte ich auch noch. Verstoße ich jetzt gegen Markenrechte, wenn ich das hinterher bei YouTube hochlade, dann kann ich ja noch ein bisschen mehr machen. Hier, mein treuer Co-Pilot, den man allerdings meistens eher so in 2D sieht. Und er hat auch nochmal seinen eigenen Co-Piloten. Weißt du Bescheid? So, wir machen direkt weiter. Na 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 na
So, genug davon. Nochmal kurz posieren hier. Okay, reicht. Ich glaube, jetzt habe ich auch alles ausgeschöpft, was hier rumfliegt. Nee, das Ambassador-Shirt schlägt natürlich nichts, weil das ist ja auch kein Merchandising in dem Sinn. Das gibt es nicht zu kaufen. Das ist einmalig. Ansonsten habe ich hier nur noch ausländische Geldscheine rumfliegen, die nichts wert sind. Also, die sind was wert, aber vernachlässigbar. Mal, eine Sache muss ich doch noch. Die habe ich doch noch hier rumfliegen, oder? Für einen kleinen Flashback. Oh ja. Wie wär's damit? Wenn Sie jetzt bestellen, dann kriegen Sie dieses antike Zahlungsmittel gratis dazu. Hier noch was Schönes rumliegen. Ich habe irgendwo ein 10-Pfennig-Stück oder ein 1-Pfennig-Stück, ich weiß es gar nicht mehr. Ein Pfennig auf jeden Fall. Wo tatsächlich draufsteht. Tatsächlich draufsteht Bank deutscher Länder. Von 1949. So viel zum Thema Altfühlen. Hashtag Altfühlen. Hashtag. Hashtag Wasser trinken. Hashtag. So. Weißt du Bescheid? Schön. Ja, Zack. Ich bin gerade am Überlegen. Ich hatte hier irgendwo noch so was Schönes zum Thema Altfühlen. Aber ich habe es jetzt gerade nicht in Reichweite, fürchte ich. Nee, bevor ich jetzt hier weiter awkward meinen Kopf verrenke, werde ich doch mal kurz überprüfen, ob das System hier schon geclaimed wurde von irgendwem. Ich meine, das hätte ich vorhin schon sehen können, aber. Nee, wurde es überraschenderweise noch nicht. Hashtag Surprise. Hashtag. Dann bewundern wir doch einfach mal die Galaxie in ihrer ganzen Wunderhaftigkeit. Sieht eigentlich so ein. Ach, die kleinen hier, das sind die Neutronensterne. Ich habe schon lange nicht mehr die Map auf realistisch angesehen. So viele Sterne. Das ist schon der Hammer. Muss man einfach mal immer wieder feststellen. Und alles, was man sieht, kann man erreichen. Naja, zumindest fast alles. Da im Hintergrund noch irgendwelche anderen Galaxien zu sehen. Das klappt leider nicht, aber kommt noch. Und hier ruckelt's so schön. Oh, herrlich. Wunderbar. Wie sieht denn meine Ecke hier eigentlich in echt aus? Ach, die Linien, ja, die könnte ich natürlich auch mal ausmachen, das stimmt. Aber das bringt ja hier nichts. Das würde tatsächlich einen sehr schönen Hintergrundbildschirm abgeben. Einfach nur die Sternchen. Schade, dass der die Linien nicht auch ausblenden kann.
Ach ja. So, jetzt aber wieder zurück auf die Map, sonst sehe ich ja nichts mehr. It's full of stars, ja, das ist richtig. Jetzt habe ich da gerade was gesehen. Moment. Ich etwa die. Ach ja, ich habe ja die White Dwarfs abgeschaltet. Mann, ich will den Routenfilter jetzt schon haben. Ich würde gerne durch diese Gegend eine Route setzen, die nur an weißen Zwergen und Neutronensternen vorbeiführt und schwarzen Löchern. Boah, 2 Stunden schon gestreamt hier. Eine Mitteilung. Vielleicht geht das ja jetzt nicht mehr mit den Linien. Vielleicht ging das mal und geht jetzt nicht mehr. Ach, Multicrew. Ich freue mich schon so darauf. Das ist. Ich weiß zwar wirklich nicht, was man jetzt zum Beispiel in einer Asp als Multicrew machen könnte. Also das Offensichtlichste ist natürlich immer der Schütze. Der Gunnery Officer oder wie auch immer man das dann nennen will. Aber was sonst? Ich meine, auf so einem 4-Personen-Cockpit musst du ja auch mal was hinkriegen. Ist übrigens toll, dass man die Kamera auch in dem Modus aktivieren kann, also im Super Cruise. Sieht einfach toll aus, auch wenn ich irgendwie lustig finde, dass diese Sterne nur vor dem Cockpit sind. Das ist doch eine schöne Flyby-Kamera hier. Das vergesse ich ja auch immer wieder, darüber nachzudenken, aber Elite sieht einfach fantastisch aus. Und auch das ist ein Punkt, da können viele andere Spiele nicht mithalten. Wo hier vorhin über Star Citizen übrigens geredet wurde, also ich bin ja auch inzwischen eher skeptisch, muss ich zugeben. Also ich glaube schon noch, dass das irgendwann rauskommen wird und so. Da habe ich keinerlei Zweifel, aber ich frage mich, wie das Endprodukt sich dann spielt, weil inzwischen einfach, also das habe ich neulich tatsächlich beim Feind gelesen, bei Derek. Der hat neulich gemeint, selbst wenn es irgend, also er ist inzwischen ja auch schon fast, für seine Verhältnisse schon fast zahm und zurückhaltend geworden. Er hat gesagt, selbst wenn es irgendwann rauskommt, werden inzwischen in der Zwischenzeit so viele andere Space Sims rausgekommen sein oder sich so entwickelt haben, wo er dann auch verwiesen hat auf Elite und das war vor der Veröffentlichung von No Man's Sky, das hat er deswegen auch noch aufgezählt. Dass er sich fragt, ob Star Citizen da noch eine Chance gegen haben wird, weil er ja immer so mit Star Citizen ist. Du, Chris Roberts, hast mein Geld verschwendet, so ungefähr. Und ich bin inzwischen fast schon der Meinung, er macht es doch nicht mehr, um sein eigenes Spiel irgendwie ins Gespräch zu bringen, weil er tatsächlich gar nicht mehr so viel von seinem eigenen Spiel redet. Wahrscheinlich, weil er eingesehen hat, dass das keine Sau interessiert, was er da für einen Kram entwickelt. Oh, ich bin schon fast entsetzt. Er hat schon seit Anfang August keinen Blog mehr rausgebracht. Was ist da los? Derek, gehen dir die Themen aus? Oder hast du etwa gemerkt, dass 20 Mal denselben Block in anderer Formulierung rausbringen doch nicht so toll ist? Na, auf jeden Fall, also, wenn Star Citizen dann erscheint, es wird mit Sicherheit ein lustiges Spiel werden, da habe ich auch keinerlei Zweifel dran, aber es ist halt die Frage, ob sich dann andere Spiele halt nicht in der Zwischenzeit weiterentwickelt haben. Das ist wie. Abacus ist heute ganz im Zeichen von Twitter unterwegs. Aber twitter das bloß nicht, diesen Hashtag, weil dann wird Derek Smart sich auf seine Blogliste setzen. Und dann kannst du nie wieder lesen, was er für Weisheiten ins Internet posaunt. Am besten lässt du ihn dann noch rausfinden, dass du Frontier-Foren-Moderator bist. Dann bist du sowieso Fanboy. Oder du lässt ihn wissen, dass du Star Citizen gebackt hast. Dann bist du bestimmt sofort White Knight, Citizen oder was auch immer. Na, auf jeden Fall, das ist halt das ähnliche Problem, dass der Duke auch hatte. Hail to the King, Baby. Ich kann das überhaupt nicht, aber ich habe es mal versucht.
Ich habe tatsächlich einen Kumpel, der kann seine Stimme so verstellen, dass er wirklich original klingt wie der Duke. Das war immer lustig früher beim Team Fortress 2 spielen, wenn man dann irgendwie, ich habe mit dem das früher oft, oder haben wir öfter so in Kumpelrunde TF2 gespielt. Und er hat dann öfter über den Public Voice Chat halt Push to Talk und dann hat er halt in den Chat irgendwie so einen Duke-Spruch gelassen, ja. Mit seiner Duke-Stimme und das hat dann immer die Leute voll verwirrt. Aber das ist halt auch so ein Spiel, an dem hast du genau gemerkt, man hat bei Duke Nukem Forever halt gemerkt, die Shooter haben sich einfach weiterentwickelt. Und dieser komische Spagat, den sie in dem Spiel dann versucht haben, das war halt fatal. Ich mache hier mal kurz was, damit das Bild mal ein bisschen abwechslungsreicher wird. Ja, das war halt fatal, dieser komische Sprung mit dem. Also, sorry, aber ein Spiel wie Duke Nukem, wo man nur vier Waffen dabei haben kann, was ist das denn? Und irgendwelche komischen, modernen, anderen Mechaniken, wo ich mir dachte, Alter, habt ihr eine Macke? Duke Nukem muss ein Retro-Shooter par excellence sein, da darf nichts Modernes drin sein. Er darf moderne Grafik haben und sonst nix. Aber das haben sie ja dann irgendwie nicht hinbekommen. Auch diese anderen komischen Passagen, also, über den Humor des Spiels kann man sich jetzt streiten, das ist Geschmacksfrage, aber das, ich weiß nicht. Also, wenn selbst Serious Sam besser ist als seine direkte Vorlage, das ist wie zu behaupten, Babylon 5 wäre besser als Deep Space Nine. Nein, das war jetzt natürlich böse, weil Babylon 5 tatsächlich praktisch zeitgleich wie Deep Space Nine entwickelt wurde. Deshalb ist das eher Zufall, dass sie fast also sehr ähnlich verlaufen, diese Serien. Aber naja. Wer weiß, vielleicht hat Frontier ja Glück und es gibt die Renaissance der. Muss ich mir gleich mal angucken. Ich bin bestimmt kein Popular Elite Dangerous YouTuber, wobei ich das lustig finde, wenn man auf Let's Play, also wenn man auf YouTube Gaming geht und dann Elite eingibt und bei Let's Plays guckt, ist meins, glaube ich, an erster Stelle, weil es die meisten Videos hat. Boah! Ich habe einen Beitrag geleistet. Ha. Gut, in vielen dieser Videos passiert nicht so viel, aber das ist halt das Spiel. Frage, die ich mir bei SC stelle, ist, sie wollen ja irgendwie das Überspiel entwickeln. Aber das wird wahrscheinlich nicht so gut hinhauen. Das mit in den Details verlieren ist schon richtig. Du bist Elite. Du bist Deutschland. Ja, vielen Dank. Ich müsste mir eigentlich auch noch irgendeine Catchphrase überlegen, glaube ich. Also ich habe ja meinen Danke fürs Zusehen, aber das ist ja irgendwie Standard. Ich meine, jeder hat irgendwas. Aber im Deutschen kann man eigentlich, finde ich, keine coole Catchphrase machen. Und es ist lustig, dass die Neutronensterne auch so einen Verzerreffekt machen, wie schwarze Löcher das auch tun. Das nimmt man zuerst mal gar nicht so wahr. Was, tatsächlich? Wegen mir spielst du Elite? Das ist ja voll das Lob.
Da bin ich ja da, also fasziniert. Was hat Frontier jetzt davon, dass ich keine Dings habe? Wie heißt das? Ich hab's vergessen, ist egal. Ist auch nicht so dramatisch. So, damit haben wir jetzt diesen Sprung auch geschafft hier. Diese 400.000 Lichtsekunden. Da kannst du mal sehen hier. Das wusste ich gar nicht. Dass ich tatsächlich, also ich wusste, dass ich so ein, zwei Leute dazu gekriegt habe, mehr oder weniger, aber ich wusste nicht, dass du dazugehörst. So, jetzt gucke ich nochmal, ob ich hier noch eins finde, dann setze ich da einen Bookmark drauf und dann ist für heute auch gut. Wenn ich keins finde, das in der groben Richtung liegt, ist auch nicht schlimm, dann finde ich halt keins. Wenn ich jetzt auf Teufel komm raus eins suchen würde, das wäre dann bestimmt Grinding. Ne? Haben wir ja gelernt. Okay, da ist echt toll, ich kann keinen Bookmark da drauf setzen. Tja, was würde Frontier ohne mich machen? Weiß ich nicht. Das wäre bestimmt ein großer Verlust für sie. Hätte zumindest niemand Ed die Kekse geschickt. Aber siehst du, Ed hat seine Kekse und Karash hat sein übertriebenes Greetings Commanders und meiner Meinung nach ist ja Karashs Catchphrase eigentlich I can neither confirm nor deny that. Aber das kann ich ja auf Deutsch nicht sagen. Und außerdem, ich habe auch nicht die Glaubwürdigkeit von Karash. Ob die Sachen, die er so andeutet, überhaupt immer so stimmen, sei jetzt mal dahingestellt. Oder ob er sie sich nur ausdenkt und dann ein bisschen trollt. Das war... wie soll ich das denn noch offen? Was soll denn das? Ich habe das doch vorhin zugemacht. Immer an die Undock-Erlaubnis denken wäre eine lustige Catchphrase, wenn ich sehr oft abgeknallt worden wäre in Raumdocks, aber das ist mir tatsächlich noch nie passiert. So. Ich komme hier auch nicht zum Ende, aber ich verspreche es jetzt. Die Mehrdeutigkeit dieses Dings möchte ich jetzt mal dahingestellt lassen. Nachdem ich heute zwei sehr lustige Videos, die mich an dem Aufklärungsunterricht in den USA haben zweifeln lassen, gesehen habe. Nämlich zwei Videos auf YouTube, also sie sind vollkommen harmlos. Auf YouTube von einem Kanal, der sich das offensichtlich zur Aufgabe gemacht hat, den Amis da ein bisschen was zu erklären. Und zwar, die Videos sind sinngemäß... lesbische Frauen, die zum ersten Mal einen Penis anfassen und umgekehrt. Schwule Männer, die zum ersten Mal eine Vagina anfassen. Und die... oder sehen oder sowas. Und der eine Typ sagte dann in dem einen Video am Ende auch Always ask before you touch another woman's vagina. Deswegen, also das war jetzt der erste Gedanke, der mir zum Thema Mehrdeutigkeit bei immer schön nach Undock-Erlaubnis fragen einfiel. Weil ich das vorhin gesehen habe. Aber ich weiß gar nicht, ob mein Kanal auf YouTube eigentlich irgendwie besonders markiert ist. Ja, das hat mich doch wirklich sehr am Aufklärungsunterricht in den USA zweifeln lassen, weil ich dachte... Also... wie die darauf reagiert haben, dass sie das dann halt mal gesehen haben. Was machen die in den USA? Also wir kriegen ja immer diese tollen Schaubilder in der Sexualkunde, wo das alles schön erklärt wird. Und da war ich echt so ein bisschen fassungslos. Der eine sagte dann auch irgendwie, er hat Angst, dass ihm gleich
Das ist, dass die Vagina ihm gleich einen Finger abbeißt oder so. Und das war schon. Schon ein Highlight. Also ich meine, ich möchte ja nichts dagegen sagen. Die gibt es ja auch mit. Ich will nicht gemein sein oder so, aber ich weiß nicht. Irgendwie finden die USA immer wieder eine neue Möglichkeit, mich zu amüsieren. Als wäre Trump noch nicht genug. Nicht, dass Hillary viel besser ist, aber. Wie war das? Irgendein Kabarettist hat in Deutschland mal gesagt, wir feiern hier immer so die Demokraten ab, aber also Edmund Stoiber würde in den USA als linker Terrorist verschrien. Also zumindest die Leute, die ich kenne, feiern die Demokraten immer so ab. So. Damit ist jetzt aber Schluss hier. Wie lange habe ich jetzt gestreamt? Ach, sind ja nur 2,5 Stunden. Mein lieber Freund, wie weit ist es bis zu Ed? Was habe ich morgen vor mir? Wie viele Stunden? Soll ich das auch alles streamen? Kann ich noch irgendeine Charity finden, die sich. Hä, was habe ich denn da für ein. Ach so, das ist der Carbonstern, ne? Jawohl, ja. So. Ed war in dem System hier. Wie weit habe ich es bis dahin noch? Nur 8000 Lichtjahre, das geht ja sogar fast. Würde man sagen wollen. Gucken, ob wir hier noch irgendwas. Ich will mal kurz so die Strecke überfliegen. Kann ich hier noch. Okay, hier werden Sterne noch angezeigt auf der Zoom-Stufe. Da unten haben wir auch noch welche. Das heißt, ich werde auch in der Nähe, also ich werde auch hier noch auf meine Kosten kommen. Was geht noch, Toshi? Wo geht noch eine? Was für eine? Ja, ich weiß nicht. Unsere Medien, Lügenpresse, könnte man jetzt natürlich schreien, aber. Die sind ja noch schlimmer. Ich verstehe auch immer noch nicht, also ich meine, ich versuche ja irgendwie nicht so oft über Politik zu reden oder so, aber manchmal kommen sie halt nicht drum rum, ne? Und wenn ich mir dann so überlege, da gibt es Leute, die ernsthaft aus Protest die AfD wählen. Da habe ich neulich auf Twitter so einen schönen Spruch gesehen. Und zwar, aus Protest die AfD wählen ist wie in der Toilette, wie in der Kneipe aus der Toilette trinken, weil einem das Bier nicht geschmeckt hat. Besser kann man es nicht beschreiben. Ich glaube, diese Stunde Stream hebe ich mir dann aber für morgen auf. Weil jetzt auch die Juicy Targets ausgehen. Wenn ich mal einen wahren Filmklassiker zitieren darf, übrigens. Und zwar Episode 1. Nein. Hat irgendjemand schon mal alle besucht? Ich will der Erste sein, der alle besucht. Das wäre mal ein Ziel, wo man sagen kann, es ist ein Grind. Liebe Freunde. Ich weiß auch, wie ich ganz schnell meine Abonnenten vergraulen kann, wo wir gerade über Politik und so reden. Ich könnte demnächst als Intro für meine Streams und Videos immer das Che Guevara-Lied spielen, wie Wolf Biermann. Das wäre doch was. Aber was wollte ich sagen? Also da wählt man aus Protest die AfD. Habe ich neulich noch wegen der Abgeordnetenhauswahl in Berlin gelesen. Ich habe vor, lange zu leben. Ich habe mir selbst nicht zugehört, glaube ich. Ach so, ja, wegen alles besuchen. Ja, klar. Ich
Ich weiß noch, was ich sagen wollte. Ja, nicht bloß vor allem einfach alle nur die Sterne zu scannen, sondern die Systeme natürlich gleich mit. Alles, was da ist. Der erste, da wählt man aus Protest die AfD, wo man doch aus Protest vielleicht auch eine Partei wählen sollte, die das irgendwie, also die irgendwie gegen was protestiert. Ich habe immer den Eindruck, die AfD will einfach nur das, was vorherrschend ist im politischen System, schlimmer machen. Das sind, ich zitiere ja gerne, also mein Freundeskreis weiß das schon, und ich zitiere immer gerne vor allem Volker Pispers, der gesagt hat, Frameshift Drive charging. Verdammt, jetzt habe ich den Zusammenhang vergessen. Genau, der gesagt hat über die AfD, das ist Four, three, eine two, Mischung, one, also man könnte nicht sagen, engage. das wären Nazis, weil dann wären es ja Sozialisten. Nein, die AfD ist eine Mischung, also immer noch Zitat jetzt, ne, ist eine Mischung aus NPD und FDP, Nationalkapitalisten. Eine Mischung aus FDP und NPD, von beidem das Schlimmste. Fuel Wobei, das war noch zu Bernd Lucke Zeiten, die Aussage. Wenn die Leute was aus Protest wählen sollen, dann sollen sie doch die Partei wählen oder die APPD oder sowas. Wenn sie schon eine Scooping Partei wählen complete. wollen, die Schwachsinn fordert. Oder die Violetten. Die Violetten haben wenigstens das bedingungslose Grundeinkommen im Programm, ja? Darf Fuel man nicht Scoop vergessen. disengaged. Frameshift Drive charging. Gibt es die überhaupt noch? Ich fand das so lustig, als ich gelesen habe. Die Grauen Panther haben sich aufgelöst, weil die Bundesvorsitzende gestorben ist. Passender geht's doch kaum, oder? Four, three, two, one, engage. Ja, ich weiß noch, ich habe, glaube ich, vor einem Jahr oder so, nachdem ich ewig gesagt habe, ich will nicht über Politik reden im Let's Play, dann doch mal irgendwie mich eine Folge lang nur über Angela Merkel Fuel und ähnliche Sachen beschwert. Allerdings halt nicht von der AfD-Position aus. Da ging es um irgendwas anderes. So weit kommt es ja noch. Da habe ich dann einen ganz, ganz, Scooping ganz complete. traurigen Kommentar bekommen, dass ich doch so lange gesagt hätte, ich würde nicht über Politik reden. Und dann habe ich es doch gemacht. Ja, das verstehe ich auch nicht, warum nicht mehr Leute die Piraten Fuel wählen. scoop disengaged. Frameshift Also, ich bin auch nicht in allen Punkten mit denen einer Meinung, aber das ist wenigstens eine moderne Partei, die auch irgendwie auf moderne Methoden und Medien zurückgreift. Ich glaube, wenn es nicht von so vielen genutzt Leuten genutzt würde, könnten die CDU und die engage. SPD und so auch gut auf ihre Twitter-Accounts verzichten, weil sie gar nicht so wirklich wissen, was sie damit anfangen sollen. Vor allem habe ich auch irgendwie den Eindruck, das klingt jetzt auch schon wieder irgendwie so ein bisschen nach Stammtischparole, aber diese Parteien sind so ein bisschen an ihrem Konzept vorbei. Ich habe von meinen Bandkollegen neulich gehört, die haben früher öfter auf dem CDU-Fest hier in der Stadt gespielt. Und die meinten, da laufen so drei, vier Leute von der CDU rum, dann noch ein paar Jusos, die da sein müssen. Und der Rest der Leute, die da hinkommen, sind natürlich genau die typische CDU-Klientel. Und zwar zum Großteil Hartz-IV-Empfänger. Was haben die mit der CDU am Fuel Hut? Ich hätte ja auch mehr Hoffnung auf die Piraten, aber. Ich habe scooping complete. Der Trick scheint mir zu sein, über die Piraten wird nicht genug berichtet. Fuel scoop Denn die disengaged. Piraten hatten diesen Frameshift Achtungserfolg drive in Berlin. charging.
hatten diesen Achtungserfolg in Berlin, dann wurde über die berichtet überall und dann sind sie auch in anderen Landtagswahlen ganz gut abgeschnitten, haben in anderen Landtagswahlen gut abgeschnitten und sind in Landtage gekommen und haben gute Umfrageergebnisse erzielt in anderen. Und dann fing das an, dass die Leute halt gefragt haben, ja, was habt ihr denn, was ist denn euer Programm? Und dann kam halt raus, es gibt noch gar kein Bundesprogramm und dann wurde halt so ein bisschen in der Partei diskutiert, das wurde dann natürlich auch schön in den Medien öffentlich gemacht und das... Dann war irgendwie Schluss, dann wurde nicht mehr so darüber berichtet, weil als sie dann tatsächlich ein Programm hatten und Inhalte, dann konnte man nicht mehr darüber berichten, wie sie sich streiten. Das war dann nicht mehr Skandal genug oder was weiß ich. Und dann war... Dann, als sie nicht mehr, als dann nicht mehr jeden Tag über die Piraten berichtet wurde, waren sie auch in den Umfragen wieder unten. Also ich möchte jetzt nicht allen Leuten, die wählen gehen, unterstellen, dass sie irgendwie beeinflussbar wären. Aber klar, wenn man jemanden oft im Fernsehen sieht und oft über den berichtet wird, dann erkennt man den Namen oder die Partei auch auf dem Wahlzettel wieder. Weil man sich ja eh, wie der Brexit gezeigt hat, viele Leute sich ja eh vorher nicht informieren über solche Sachen. Und dementsprechend, ich weiß es nicht. Ich könnte mich da jetzt so herrlich drüber aufregen, aber das hat in einem Elite-Spiel eigentlich wirklich nichts verloren. So. Ein Sprung noch und dann Schluss für heute. Sonst werde ich jetzt wirklich nur noch über die politische Situation rumragen, wie man auf Neudeutsch sagt. Oder rumhaten oder... Weiß ich auch nicht. Ich glaube ja, das Problem bei den Piraten ist, die wollen die Leute zum Nachdenken anregen. Die wollen, dass die Leute sich über... dass die Leute sich Gedanken machen über politische Entscheidungen, wobei die meisten Leute wahrscheinlich überhaupt keine Lust haben, über politische Entscheidungen nachzudenken. Sonst hätten sie keine Politiker erfunden dafür. Mehr direkte Beteiligung würde ja heißen, dass man... Ach, egal. Siehst du, es geht schon los. Ich kann das gar nicht aufhalten. Vielleicht sollte ich dafür mal einen Spezialstream organisieren und dann schreibe ich auch in den Titel. Der politische Stream. Schreibe ich am besten noch irgendeinen Clickbait-Titel dazu. Ich kopiere einfach die aktuelle Bildschlagzeile an dem Tag oder so. Wobei, nee, das geht bestimmt nicht. Da hat ein Bild dann bestimmt Urheberrecht auf ihre tolle Schlagzeile. Aber ja, aber kurz den Vorschlag mit dem... Drüber philosophieren, finde ich, ist eine sehr gute Idee. Und keine Sorge, wir haben auch richtige Biergläser, die man füllen kann, sodass noch Abstand zwischen Getränk und Glasrand für Schaum ist. So, jetzt werde ich noch tanken. Und dann, weiß ich gar nicht, setze ich mir jetzt noch einen Bookmark auf mein Ziel. Ich meine, es ist immerhin ein schwarzes Loch da. Tja, jedes Publikum kriegt die Vorstellung, die es verdient, ne? Was sagt ihr dazu jetzt, ihr beiden? Na, kann ich hier irgendein Dings löschen? Ich kann den Beagle Point auch mal löschen. Ehrlich gesagt, da ich da noch nicht war und auch nicht vorhabe, da in näherer Zukunft hinzufliegen, brauche ich den ja jetzt auch nicht. Wobei das Dumme bei den Bookmarks ist, das dauert ja ein paar Sekunden, bis man dann eine neue setzen kann. Aber ja, der Aussage würde ich zustimmen. So böse können wir nicht sein. Was ich lustig fand an dieser ganzen Brexit-Geschichte übrigens noch, wollte ich nochmal so abschließend erwähnen, früher, so vor 200, 300 Jahren, hätte in so einem Fall wie diesem, in dem sowas passiert, einfach der Teil des Landes, der gesagt hat, okay, wir wollen da nicht austreten, gesagt, okay, wisst ihr was? Oder auch der Teil, der austreten wollte, keine Ahnung, ist ja egal, welcher von den beiden Teilen das für sich entscheidet. Nur wichtig ist, dass es einer von beiden getan hat oder tut und dann... Früher hätte man halt gesagt, okay, dann gründen wir eben unseren eigenen Staat.
Warum können also nicht die ganzen alten Leute, die auf dem Land wohnen und deshalb wahrscheinlich das erste Ziel für Terroranschläge sind, was ja anscheinend ihre Motivation war, dem Brexit zuzustimmen, Überfremdung und Terroranschläge auf dem Land, weil das genau die Orte sind, wo die Flüchtlinge und Einwanderer hingehen und nicht die Großstädte, wo die Jobs sind. Okay, ich kann mir hier keinen Bookmark setzen und mein Mausrad spinnt schon wieder rum. Da muss ich das Problem jetzt anders lösen. Screenshot. Ich hoffe, das funktioniert. Ansonsten, ich schreibe. Ich hab doch ein Tablet. Ich mache jetzt einfach einen wortwörtlichen Screenshot, auf dem ich den Namen des Systems lesen kann. Dann kann ich das morgen eingeben und wiederfinden. So. Hashtag Retro. Konnte man das eigentlich sehen? Nein, okay. Dafür war das Tablet zu weit unten. Alles klar. Jetzt möchte ich mal kurz rausfinden. Kurz mal niesen. Und ich habe, glaube ich, genau, das war die falsche Karte. Ich wollte die System Map aufmachen. Okay, ich bin viel zu weit irgendwo hingeflogen. Aber ist auch egal. Ich wollte gerade mal machen, was Koresh gemacht hat, nämlich einfach in den nächstbesten, auf dem nächstbesten Planeten landen. Aber ist ja auch wurscht, brauche ich ja nicht. Ich bin hier ja sicher. So, dann gehen wir mal raus und zurück auf den Vollbildbildschirm hier. Dann kann ich hier auch das Licht ausmachen und man hat nur noch das Computerbild. Okay, jetzt sieht man mich nicht mehr und die Kamera kriegt keinen Fokus. So, ja, muss auch mal sein, ist ein Stichwort. Jetzt sind wir fast 3 Stunden im Stream gewesen. Das muss reichen für heute. Was war das da? Achso, das waren meine Bändchen. Aber morgen werde ich, glaube ich, einfach auch mal streamen, wie ich dann Richtung Edge springe. Aber für heute... nee, heute geht nichts mehr. Dann werde ich wirklich nur noch mich aufregen über diverse politische Vereinigungen und andere vielleicht loben. Und des Morginet, das ist hier einfach nicht die richtige Stelle. Deshalb sage ich mal ein herzliches Gute Nacht in den Chat. Danke für euch beide, die hier die ganze Zeit dabei waren und auch an den Sparrow, der am Anfang die ganze Zeit dabei war. Ich muss jetzt noch meine gute Nacht-Nachricht hier passend untermalen. So. Hat geklappt. Und würde sagen, vielleicht sehen wir uns ja morgen wieder. Ich bin auf jeden Fall da, hoffentlich, wenn nicht irgendwas dazwischen kommt. Ansonsten danke fürs Zuschauen wie immer, auch an die vielleicht späteren YouTube-Zuschauer. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.